verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer Punchline. Verprügelt mit Punchlines. Ja, herzlich willkommen zu Verprügeln mit Punchlines, oder? Ja. Jonas Imam, Ivan Timofek Pürcik, da sind wir wieder. Weg waren wir nicht, aber da sind wir wieder, würde ich mal sagen. Wenn ihr das hier gut findet, ihr kennt das Spielchen, Patreon, Bewertungen, Instagram, YouTube, gerne auch Facebook. Ja. Gehört zu den 7 Leuten, die da noch was liken von uns. Werdet Teil der Gang. Ja, Bewertungen, nette Worte, kauft unser geiles Zeug. Sag mal, ist dir was an deinem Telefon aufgefallen, lieber Falk? Hast du es geputzt? Nee. Hä, wieso haben wir es in meinem Telefon? Ich hab's geputzt, ja. Das ist die Sitcom, in der ich lebe. Du hast es wirklich sauber gemacht. Ich hab hier den Tisch sauber gemacht, ja. Und ich dachte, ey, da mache ich doch mal das Telefon mit. Und dann ist dir das nicht mal aufgefallen. Nee, ich weiß nur, ich hab gestern gebraucht. Aber du hast es ja 2 Minuten gehabt und es ist wieder komplett. Ja, ich hab. Aber das hat doch jeder, oder? Wird es nicht immer fettig, wenn man mit seinen fettigen Fettpfoten da drauf grapscht? Ja. Nö, ich leck das immer ab. Das finde ich. Oh, das ist eine gute Idee. Find ich, ja. Und dann reibe ich das an meinem Pulli. Oh. Ja. Stell dir mal vor, du siehst jemanden in der Öffentlichkeit, der wirklich an seinem Telefon. Haben eure Eltern so mit Spucke euch Dinge sauber gemacht im Gesicht? Nee, das ist keine krasse Erinnerung. Die nee, ich bei mir manchmal. Meine Großmutter hat das gemacht. Ja. Und wann setzt du jetzt Spucke ein in deinem Leben? Wenn ich was anderes sauber mache. Meint ihr Fenster? Ah, ja. Okay. Ey, wie anstrengend muss es sein? Stell dir vor, du wirst als Fenster putz eingestellt, aber der Kick ist einfach, du musst es mit Spucke sauber machen. Oh Gott. Und dann ist dein Einsatzort. Du hast eine Briefmarkensammlung, oder? Ich habe eine Briefmarkensammlung. Das heißt, du am ehesten. Hast du auch so ein Feuchtepad? Ich habe kein Feuchtepad. Die Briefmarken, die ich sammle, die sind ja alle schon benutzt. Die richtige Antwort wäre gewesen: Red nicht so über meine Freundin. Das wäre die richtige Antwort Mann, gewesen. Mann, ich bin noch gar nicht on heute. Nein, ich sehe, ihr haut hier schon. Die Punchline-Granaten werft ihr in den Ersten Weltkrieg. Deswegen muss das sein, Falk? Ich gehe jetzt aus dem Podcast raus. ich würde sagen, ich habe was dabei, damit ich mich warm machen kann, damit wir uns warm machen können. Ja. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir alle einen Poetry Slam schreiben. Ja, ich kann mich daran nicht erinnern. Haben wir das gesagt? Das wirklich. Ja. Und ich würde mal sagen, wenn es eine Konstante bei uns im Podcast gibt, dann ist es, dass wir was sagen und es dann sofort vergessen. Nein, wir haben uns hinter den Kulissen entschieden, dass wir unsere geschriebenen Texte über mehrere Wochen strecken, damit der Zuhörer und die Zuhörerin das Gefühl, muss es dann nicht heißen, die Zuhörerin? Zuhörer und Zuhörerin, oder? Wenn du beides sagst, mit Rin. In. Wenn du nur eins sagst, mit In. Okay. Hätte ich gedacht. Anywho. Es geht um Kontinuität. Ja. Ja. Continuity, sehr wichtiges Prinzip im Fernsehen und auch im Film. Die Kontinuität ist damit gewahrt, würde ich sagen. Zumindest hat man sich dann hinter den Kulissen entschieden, dass ich anfange. Ja, du wolltest auch ein bisschen. Ich wollte auch ein bisschen. Du warst ein bisschen geil drauf. Ich war ein bisschen geil drauf, weil ich muss dazu auch sagen, es ist nicht so, dass ich keine Fetzen geschrieben habe. Ich habe keine Fetzen geschrieben, aber das ist noch nicht fertig. Ja. Also, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, das hier ist sowas von nicht fertig, aber wann ist Kunst fertig, Jungs? Ne? Es entwickelt sich auch immer weiter. Gute Frage. Ist ja auch immer ganz, ganz schwierig, ne? Ja. Ich schreibe währenddessen VMD, ich meine, das ist halt auch. Also auf jeden Fall Kunst. Ich meine, das ist halt auch eine Menge Poetry Slam. Wenn du magst, kannst du gerne auch was von meinem Text dann für VMD verwenden. Nee, ich würde. Falls dir was zusagt. Ich würde einfach, mein Poetry Slam ist einfach, dass ich VMD vorlese. Okay, gut. Falk, würfel deine 16. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Ich möchte. Sollen wir dich anmoderieren wie bei einem Poetry Slam? Das könnt ihr euch gerne überlegen. Ich möchte einmal dazu sagen. Wie wird man anmoderiert? Naja, mit der Startnummer. Startnummer 3 aus Jens Schwalde. Bitte ein riesengroßer Applaus für Falk Pürcik. Okay. Und dann hört man. Man hört keinen Applaus, man hört das hier. Ein riesengroßen Schnipper. Bevor ich vorlese, möchte ich sagen, falls das jetzt unerwartet ein Meisterwerk wird, das habe ich nicht alleine geschrieben. Da haben mir ganz, ganz tolle Autoren und Menschen bei geholfen. Habt ihr auch Freunde, die einen Writers Room bemühen für einen internen
Wettbewerb. Ich würde gerne voll. Ich würde gerne es macht voll. Einfach mehr Spaß. Das ist, glaube ich. Ivan, weißt du, was wir machen? Wir machen das wie beim Battle Rap. Kennst du das, wenn so beim Battle Rap manchmal zwei Rapper gegen zwei Rapper gehen und dann fangen die an, sich so mit den Lines abzuwechseln und so? Ja. Das ist so peinlich. Oh. Und das machen wir gegen ihn. Ah, krass, nee, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Warum wird auf mich immer der Einzige, der die Hausaufgabe gemacht hat? Jetzt wird auf mich gehackt. Der Streber kriegt den Battle Rap ab. Der Streber kriegt den Battle Rap. Das ist eine gute Line. Okay. Ich muss mich zusammenreißen, weil das wird jetzt nämlich, ich habe nämlich versucht, das ist ein sehr emotionaler Text. Ja. Vielleicht. Oh, ich bin auch gerade voll. Könntest du mich nochmal anmoderieren, Ivan? Dann würde ich loslegen. Als Highlight, also des heutigen Abends, haben wir einen ganz besonderen Gast. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, mit der Startnummer 3 aus Hirnschweide. Bitte einen riesengroßen Schnipser für Falk Pötschek. Posi! Wenn ich nicht hier wäre, ich wäre auf einer Demo. Demonstrieren, Dämon! Von der Freundin getrennt, weil ich so viel demonstrierte. Salzburg. Zusammengesetzte Substantive, zusammengesetzt. Fragt euch, würdet ihr die Beatles lesen wollen? Erinnerungen an eine Jugend, die ich nicht hatte. Mache so viele Liegestütze, dass es toxisch wird. Euch geht es schlecht, aber mir geht schlechter. Ich sehe aus wie ein belgisches Beat-Album. Brügge, Sehen und Leben. Ich weiß, wo die Kameras sind. Da, da und da. Mein Kopf ist ein Pickel. Gott. Ich kann mich nicht erklären. Waffeln, Quadrat, vier Ecken, quadratisch, praktisch, rechts. Zu viel Deutschland, zu wenig Liebe. Das Dritte Reich war schlecht. Selbst die Waffen sind verwirrt. Ratata! Ta? Das war mein Text. Wow. Also, das waren. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überwältigt. Also, dass du ernst geblieben bist und es einfach. Ich hab's nicht ganz geschafft. Bei einer Line musste ich choken. Ey, das mit dem Pickel hat mich bekommen. Das ist wirklich eine. Ich glaube auch wirklich, ich dachte, es wird alles nur ein Joke, den man nicht ernst nehmen kann, aber ich glaube, wir haben ein neues Format. Versöhnt mit Poesie. Versöhnt. Und dann das passt zu unserem Verprügeln mit Punchlines als Gegenpol, wo wir echte Gefühle auch mal zulassen. Ey. Und nicht immer nur so tun, als wäre alles witzig oder da sarkastisch drüber gehen. Ja, nee, sondern ich fand das Tempo auch so schön. Du warst manchmal so wieder ruhiger, dann wieder so schnell und dann. Dankeschön. Mir hat die Stelle gefallen, wo ihr beim Schreiben angefangen habt, ins DVD-Regal zu gucken und Brügge sehen und sterben. Als DVD gesehen habt und dachte, das ist eigentlich Poetry Slam. Und das einfach reingeschrieben hat. Das ist verdammt stark. Das ist verdammt stark, was ihr. Das ist auch ganz schön viel. Nee, also das ist doch. Warum kann ich von meinem inneren Auge Alex Uppertoff das mit dem Pickel machen sehen? Lustig, das mit dem Pickel war nicht Alex. Das war mit dem Pickel war Jakob. Das wäre mein zweiter Gast gewesen, aber mein erster Gast war wirklich, ich bin ein Pickel. Nee, die Line von Alex war dann, ich kann mich nicht erklären. Ja. Das kam von Alex. Ja. Ich mache so viele Liegestütze, dass es toxisch wird, ist von mir. Ja. Den finde ich persönlich. Über den habe ich mich gefreut. Auf wie viele Liegestütze ist es toxisch? Bei einem Poetry Slam? 3. 3. Ich habe auch noch im Monat. Ja, wirklich. Ich habe auch überlegt. Aber das stimmt nicht. Ich glaube, die sind mittlerweile auch alle buff. Nein. Doch, es gibt ein paar. Doch. Sicher? Also mein Kumpel Samson war schon ganz schön sportlich. Ja. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, dass wir einer meiner anderen Linsen Gags. Linsen sind auch da angekommen schon. Ja. Einer meiner Gags wäre gewesen, dass ich auf die Bühne komme und sage, ich werde jetzt was machen, was noch nie jemand gemacht hat, der hier auftritt, und dann mache ich 2 Liegestütze. Wow, das wäre. Nice. Das war die andere. Also richtig Idee. Komisch, wenn man hochkommt und bekommt nichts. Also, nee, die fänden das, glaube ich, nicht lustig. Die werden sauer, weil du sie auf eine Wahrheit hingewiesen hast. Und wenn es eine Sache gibt, die Leute nicht abkönnen, ist, wenn mal Truth to Power gesprochen wird. Ich glaube, wenn ich den vortragen würde, ich würde in die Unendlichkeit bomben. Ja, wer weiß. Ich glaube, das würde. Nee, die würden, glaube ich, schnell merken, dass das jemand auch gerade wirklich nur so halb ernst nimmt. Aber das finden die ja manchmal gut. Hm? Die mögen ja auch die ironischen, ne? Felix war vielleicht auch ein eher ironischer. Ja, Till war bestimmt auch ein bisschen eher ironischer. Ja. Also auf jeden Fall. Ja.
Ja, das war mein Wortbeitrag. Ja. Ich glaube, auch sehr viel mehr Poesie wird dieser Mann hier nicht produzieren. Ich glaube, das war jetzt mein Pinnacle of Poesie. Ja. Und dann würde ich mich jetzt auch zur Ruhe setzen. Nächstes Level ist eigentlich improvisiert, also Freestyle-Poesie. Ja. Oh, das ist, glaube ich, die höchste Kunst, ne? Das glaube ich richtig schwer. Da kommen wir noch hin. Aber erstmal machen wir versöhnt mit Poesie ab jetzt. Das war Folge 1. Versöhnt mit Poesie finde ich richtig schön. Schreib das mal auf. Gefällt mir. Das ist mein Podcast. Hör auf, alles zu klauen. Nein, wir müssen das doch jetzt irgendwie brennen, wenn wir das klippen. Ich muss leider mein Mikrofon einmal drehen. Das ist jetzt voll gut. So, versöhnt mit Poesie, damit wir es nicht verlieren. Sehr gut. Dann alles, bin ich alles noch dran, Jonas? Dann bin ich ja sehr gespannt. Also, ist ja nichts abgegangen. Dann bin ich ja sehr gespannt auf eure Texte nächste Woche. Also, ich wollte ja quasi, ich habe ja zwei, also das ist ja, ich habe ja einen Cheats. Ich habe ja quasi wirklich, ich habe sogar noch, ich habe überlegt, ob ich den einen Liebesbrief vorlese, den ich mal geschrieben habe. Der auch wirklich. Lieber, warum schreibst du nicht mal einen neuen Liebesbrief? Weil es kein Liebesbrief, also schreib einen Liebesbrief an dich. Nee. Weil Liebe unendlich ist. Nee, weil die erste Liebe ist ja immer so, das ist ja nochmal ein bisschen mehr. Und ich glaube, deswegen dachte ich, der erste Liebesbrief da. Aber sollte die erste Liebe nicht du sein? Ja. Ist die erste Liebe für aber dich? Was ist das für ein FDP-Gelaber jetzt hier? Warum? Die das erste Liebe bin ich. Das ist Selbstliebe, ja. Jonas. Ich weiß, das wer Nummer Kerzen, eins ist. Das sind Kerzen, die an sind. Ich weiß, wer Nummer eins ist, ne, in meinem Leben. Ich. Aber sollte man das nicht sein? Nee, ich glaube, Jonas. Sollte man nicht selber die Nummer eins für sich sein? Ich sag dir jetzt mal was auch ein berühmter Poet geschrieben hat. Und zwar, ich höre. Auch du wirst eines Tages jemandem dienen. Auch du bist, war das? Von wem war das? Warte, scheiße, das ist nein, von wem war das? Du bist jedes Mal. Nee, eines Tages jemandem dienen. Mann, wer hat das? Auch du wirst jeden. Jetzt komme ich selber durcheinander. Auch du wirst eines Tages jemandem dienen. Mann, wer hat das gesagt? Das klingt nach keinem Poeten, sondern nach. Ich habe den Song so ein Achtel im Ohr. Ja. Oh, jetzt wäre ich wahnsinnig. Hier, Annemarie Kantreich. Nee. Nee, das würde er wissen. Das würde ich nämlich wissen. Das würde, glaube ich, noch tiefer gehen für ihn. Aber die Person, die ich jetzt gerade meine, die ist vielleicht nicht so. Mann, wer hat denn das gesagt? Gib dir einen Tipp. Ich glaube auch, er ist ägyptische Abstammung oder Libanese, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Also er heißt nicht Hans-Jürgen Krauthausen. Hans-Jürgen wie Krauthausen. Wie alle deine Lieblingsrapper. Hans-Jürgen Krauthausen, alle meine Rapper. Hans-Jürgen Krauthausen, ach, kommt in deine Hunde. Das kann doch nicht wahr sein, Jonas. Ich weiß es absolut nicht. Ich weiß es einfach absolut nicht. Hier, ich gebe dir ein paar Tipps. Das ist Kali, ihr könnt zu Hause mitspielen. Ja, bitte, lass uns. Es gibt einen Status in Deutschland, der verpflichtet. Ein gesellschaftlicher Status, der verpflichtet. Ist das nicht, ist das nicht Adel? Ja. Adel verpflichtet. Adel Tawil. Yep. Oh, there we go. Jonas, du bist ja richtig on fire. Gutes Rätsel. Das war ein richtig gutes Rätsel. Ich kenne ihn leider nicht. Echt nicht? Ja. Du kennst Adel Tawil nicht? Der hat jeden WM-Song gemacht. Manchmal habe ich so ein bisschen Angst, dass du eines Tages auf der Straße von so einem Man in Black abgeholt wirst, weil sie glauben, dass du ein Alien bist. Jeder kennt der Adel Tawil. Nee, kann doch, ich mir was vorsehen, dass wir ein Lied hat er denn gemacht? Weiß ich nicht, das weiß niemand. Auch du wirst irgendwann jemandem dienen. Aber das ist doch kein Lied. Das ging mir so eine. Aber wo war denn das, in welchem Song? Wo kam denn könnt das? Mir eine, was hat denn der Song 2006, was war das, als das in Deutschland war? Hat Adel Tawil da abgeliefert? Jetzt guck ich mal, was Adel Tawil in letzter Zeit gemacht hat. Ich glaube, er hat In The Club gemacht. In The Club? Ja. In The Club ist doch 50 Cent. Mann, sorry, das ist 50 Cent, jetzt verarsche ich mich komplett. Wie schreibt man den Adel Nein, nicht als ein Wort, genau. Adel Tawil. Oh Gott, ey. Lieder. Lieder. Ein Lied geschriebenes Lieder heißt. Dann ist das da jemand. Kann mega schlau oder mega dumm. Sehen? Kann ich wenigstens ein Bild von ihm sehen? Ja, guck mal. Ist ein schnuckliges Kerlchen. Das ist doch der, oder? Der emotionale Texte macht. Ja, genau. Genau. Im Vergleich zu allen anderen. So ein bisschen. Du und Musik, ihr seid eine lustige Kombo. So alle anderen singen über Mathematik. Er ist der Einzige, der über Gefühle singt. So ein bisschen sentimental auch. Über Liebe. Genau. Also, ich würde jetzt eher sagen, es ist so ein bisschen verliebtes Radiogejammer. Ja. So, aber in a good way. Verliebtes Radiogejammer. Wir hauen heute einen Podcast-Titel nach dem anderen raus. Nee, wir sind richtig Maschinen. Wir sollen müssen jetzt anfangen, lauter Domains zu kaufen. Verliebtes Radiogejammer, versöhnt durch Poesie. Hier sind aber auch ein paar ganz. Liebe tut nicht weh. Liebe tut nicht weh. Das ist ja einfach auch völliger Unfug. Liebe tut ja übelst weh. Übertrieben. Es ist nichts tut mehr weh.
Doch, ich glaube, nichts doch tut mehr weh. Doch, ich glaube, jetzt hör auf. Ich glaube, man ist seine vorbei. Nee. Bye, bye, Unimod. So ein guter Song. So ein guter Song. Ist der von ihm? Von nee. Der ist von Tonsteine Scherben müsste der sein. Oder ist der von Rio an sich? Das ist von Rio. Ja, Rio Reise. Nee, also ich glaube, das Einzige, was noch mehr wehtut als Liebe, ist, glaube ich, richtig schlechter Ping, glaube ich. Richtig schlechter Ping? Ja, also so. So, weißt du, was ich meine? Ich dachte, du meinst Pink, die Sängerin. Elden Ring, so richtig lange gegrindet und dann Final Boss und dann stürzt irgendwas ab. Das ich hast mir angeguckt, ne? Dein Lieblingsspiel. Und? Ich glaube, also es sieht gut aus. Ja. Kann man auf jeden Fall erstmal sagen. Ja, ja, sieht hervor. Ich hatte so ein bisschen die Bedenken, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr Prügelspiel ist und zu wenig Storykram, aber das ist ja so eine persönliche Vorliebe. Also ist auch, also die Story wird sehr so über, du findest ein Item und dann liest du die Beschreibung von Item und dann musst du so selber deine Story, also und dann musst du so ein Video gucken, wo eine Stunde erklärt wird, warum das so ist. Ich glaube, ist das nicht das Konzept von dieser Antiquitätensendung im Fernsehen, wo man ein Item bringt und dann liest man vor, was es ist und dann. Ja, ist wie Bares für Rares. Ja. Nee, ich fand's spannend, sah gut aus. Ich wusste auch nicht, dass man Characters so krass unterschiedlich aussehen lassen kann. Und so weiter. Man kann ja als Penner spielen, als Samurai und als. Ja. Und bei dem Spiel sieht man sich ja wenigstens. Es macht dann gar keinen Sinn, wenn man sich so 10 Stunden Character Design macht und dann schlüpft man in diese First Person. Ja, das war bei Fallout ganz krass, oder? Ja, da habe ich bei Fallout 4, was auch schon ein Dreckspiel war. Aber konnte man sich nicht im Spiegel sehen oder so? Weil das konntest du sogar schon bei Duke Nukem. Das stimmt. Ja. Da kommt ja auch der berühmte Duke Nukem-Sprung her. Kennt ihr den? Sprung? Ja, ja, das gibt es. Also, als Duke Nukem Forever kam, nachdem es irgendwie 90 Jahre in Entwicklung war. Ah, okay, das ist schon das Neueste. Ne? Genau, da kam man von Spiegel und dann, wenn du gesprungen bist, haben sich nur die Beine bewegt und seine Arme sind am Körper geblieben. Und es sah halt so unfassbar funny aus. Als ich jetzt das erste Mal gespielt habe, bin ich einfach über Minuten nur so rumgesprungen, weil das so dumm aussah. Ja. Ja, Dreckspiel. Ist wirklich, das ist ein richtiges Müllspiel, leider. Das ist das mit den Nazis, oder? Es nee, ist das, immer. Das nee, ist Wolfenstein. Nee, aber er hat auch ein Bringst du gerade durcheinander? Also Wolfenstein ist zumindest das, was dafür bekannt ist, dass eigentlich immer um Nazis geht. Aber war das Duke Nukem-Ding nicht mit diesen den Nazis, die Amerika übernommen haben und dann mit so Max durch die Gegend laufen? Und das ist Wolfenstein. Das muss dann Duke das neue Nukem hatte, sein. Okay, Duke Nukem hatte so aufrecht laufende Eber Schweine. In Polizei. Ja. Pigs. Ich hab Pigs. Pigs. Bin manchmal so dumm. Ich hätte neulich komplett an einem Spiel gescheitert. Seid ihr schon mal einfach an einem Spiel gescheitert? Oh, so oft. Wo ihr einfach anfängt und es klappt einfach nicht? Hm? Wie so betrunkener Sex? Also, Interessante Analogie, klar. Also, ja, das finde ich eine schwierige Analogie. Wie betrunken warst du beim Sex, dass es so gar nicht geklappt hat? Nee, eigentlich war ich noch nie so betrunken, dass es nicht geklappt hat. Ich war schon so oft Ladies, get on it. Also, ich muss gestehen, ich muss manchmal beim dritten Bier überlegen, ob es heute noch intim werden soll. Also, mein Körper ist so, nope, ihr will da gar nichts mehr geben. Ja, aber das ist halt einfach, weil es anstrengend wird. Dann. Ja, und man ist auf dem Punkt, wo man so ein bisschen faul wird. Ja, nee. Das ist auch so, man ist nicht in seiner körperlichen Prime dann einfach. Das ist es, Ich weiß nicht, in meinen 20ern hätte mich das nicht abgehalten, 3 Bier. Gar nicht. Also ich auch nicht 3 Bier ist schon, also ja, ich glaube inzwischen auch nicht, aber ich meine schon, also, boah. Nee, also bei mir kippt es wirklich schnell. Ich würde sagen, 2 Glas Wein und dann kriegst du echt nur noch 60% Erektion. Am ehesten würde ich sagen, dass es, wenn ich nüchtern bin, dass es nicht klappt. Ja, weil der Kopf dazu dabei ist. Wenn nämlich zu dann. Ja. Ja. Das müssen wir rausschneiden mit dieser. Weil der Was? Kopf dann zu. Warum ist zu dabei? Ja. Nee, weil. Es ist ja auch spannend. Ohne also, Scheiß, ich rufe die Man in Black an. Das war so ein eindeutiger Alien-Geste. Zu. Mein Alien in mir ist gerade richtig am Schwitzen. Ich hab mich gleich. Schnell, menschliche Geste. Oh, sprich es an. Nee, es ist halt so, dass, wenn ich zu sehr dran gedacht habe, dass es gleich passiert, dann ist man in der Regel schwieriger. Ja. Da bin ich manchmal verkopft, ja. Ja. Aber was ich sagen wollte, ich bin an einem Spiel einfach gescheitert. Ich habe No Man's Sky angemacht. Ja. No Man's Sky. Und No Man's Sky ist ein. Ah, das man so von Planet zu Planet. Und so? Alle Planeten sind random generiert. Ach, ich dachte Norman Sky über so einen kleinen Jungen, der versucht, den Himmel zu erobern. Norman. Nee, mein Spiel ist jetzt schon besser. Ja. No Man's Sky, das hat einfach übertrieben gefloppt. Und jetzt haben die das so richtig hinbekommen, dass man es spielen kann. Und ich war so, ey, ich brauche irgendwas Lockeres, wo ich einfach nur so laufe, erkunde, ein bisschen farme. Und dann mache ich das an und jede Welt ist random. Ja. Ich komme auf einer Welt an.
wo Strahlung ist. Ich habe gar keine Zeit, mir die Ressourcen um Strahlung sofort. Ich war so, okay, habe ich echt. Nee, sorry. Erster Planet war ein Vulkan, wo es übertrieben ist, wo die ganze Zeit, wo die Hitze extrem war. Das heißt, du startest, dann wird gesagt, dein Scanner ist kaputt, sammel so und so viel Staub, um deinen Scanner zu sammeln. Ich habe nicht mal so viel Zeit, um diese Ressourcen zu sammeln. Vorher. Ich stirbe an Hitze. Ich war so, okay, Pech gehabt, einfach normal geladen. Dann ist es das Gleiche mit Strahlung. Und dann einfach, Strahlungsschutz geht runter und dann sterbe ich einfach. Und dann habe ich das Spiel ausgemacht. Wow, du hast ihm 7 Minuten gegeben. Ja, das kann doch nicht sein, dass die mich einfach... Aber dann, muss man auch sagen, ist auch shitty Game Design. Ja. Wenn die es nicht hinkriegen, das muss doch mathematisch gehen, das so zu basteln, dass du auf einen Planeten am Anfang kommst, der das nicht tut. Oder? Ja, du musst bin halt ich grad dumm. Ein Schiff haben am Anfang oder sowas, wo du drin bleiben kannst. Ja, weil das ist ja einfach nur beschissenes Spieldesign. Ja. Punkt. Das ist ja einfach nur... Ey, das hätte man klippen sollen. Also eigentlich hätte mich sehen sollen, wie ich da einfach gar nicht drauf klarkam. Also. Lass uns nicht wieder irgendwas versprechen, dass wir irgendwelche Playthroughs machen. Nee. Aber ja, wann seid ihr das letzte Mal gescheitert an einem Videospiel? Wann bin ich das letzte Mal richtig an einem Videospiel gescheitert? Du neulich mit der Spinne, aber das war ja nicht wirklich scheitert. Nee, und dann habe ich auch noch dann habe ich die links liegen lassen und habe ich mit Goblins angelegt und habe von denen auch noch mal aus dem Maul gekriegt. Aber hast du gequittet dann? Das ist ja die Frage. Aber ich bin zurück. Ja, das ist es später. Nämlich. Ich habe noch mal neu, also einen Tag oder 2 Tage später bin ich noch mal rein, weil es mich echt genervt hat. Mhm. Und ich habe die Spinne gebumst und ich habe die Goblins gebumst und ich habe mir nichts erzählen lassen. Und ich hatte... Richtig schlechter Partner. Ich hatte richtig... Dass sie gebumst, dass sie nichts erzählen lassen. Ich habe richtig fiese Weiche. Ich war ein toxisches Arschloch. Ich saß davor. Ich bin vorher rumgesneakt und habe die Eier von der Spinnenkönigin in Flammen gesteckt, damit die nicht schlüpfen können während des Kampfes, damit sie mich nicht wieder mit ihren Zahlen überrennen. Und die hat richtig kassiert, sag ich dir. Richtig links, rechts. Zap, zap. Oder so. Hörst du noch eine? Und dann habe ich noch eine gegeben. Ja, die Spinne hat so gemacht. Ist einfach gegangen. Und aber was ist das letzte Spiel, an dem du wirklich gescheitert bist? Was du angemacht hast und wo es echt schnell wieder in der Ecke lag. Boah, nee, ich glaube... Mich hat zum Beispiel Red Dead Redemption überwältigt. Ich kam nicht mit dieser zu großen Welt nicht klar. Ja, ich verstehe. Deswegen habe ich es nicht weitergespielt. Ich finde es auch ein bisschen... Ich habe einfach keine Zeit dafür. Also ja. Man muss sich da wirklich stundenlang reinsetzen. Und dann, weißt du, dann machst du so 3 Versuche, so ein Reh zu erschießen mit einem Pfeil und Bogen und das ist zu realistisch. Ich muss kein Spiel haben, wo meine Stamina langsam nachlässt und dann kann ich irgendwann die Sehne nicht mehr halten und dann verziehe ich den Schuss und das Ding rennt weg. Ja. Und ich bin einfach, dann hat er permanent schon Endurance verloren für den Tag und dann müssen wir erstmal schlafen gehen. Und ich so, nee Leute, also das ist mir zu nah, wirklich ein Leben. Ja. Ja. Mir, aber ich meine, mir macht das Spiel Spaß. Also ich schieße auch gerne auf Leute in Cowboy-Zeiten. Ich schieße aber gerne. Ja, ey, der Wilde Westen ist ein gutes Setting. Ne? Ja. Ist ein schönes Videospiel-Setting, finde ich auch. Ich habe jetzt auch einen meiner neuen Lieblingsfilme entdeckt. Ist auch ein Wildwestfilm, Tombstone. Tombstone? Absoluter Filmklassiker mit Kurt Russell und Val Kilmer und auch vielen anderen guten Schauspielern. Und sehr guter Val Kilmer, fantastischer Schauspieler, alter Schwede. Als er jung war, hat er echt was. Schreibt man den? Ich muss mal gucken, ob ich das Gesicht kenne. Val Kilmer, natürlich. Val, also... Ja. Wie Valerie, aber halt V-A-L. Also ohne Ellery. Und dann Kilmer. Ach ja, zeig mal. Den kennt man. Der wahnsinnig breiten Kopf. Der sieht aus, als hätte der eine Zeit lang übelst viel Kokain genommen. Genau, aber da ist er schon alt. Du musst halt, da Tombstone, da ist es. Ah, da ist es. Und da ist er noch jung, das ist irgendwann in den 90ern, glaube ich, gedreht worden. Western-Drama. Basiert auf der wahren Geschichte von Wyatt Earp, dem großen Revolverhelden. Ivan, du bist schon wieder müde, was ist denn los? Nee, tut mir leid, ich darf dich davon nicht ablenken lassen. Ich bin wach, ich höre dir zu, ich bin ein bisschen bei Tombstone. Ich muss immer, wenn ich schneide, versuche ich immer, in dem Moment, wo Ivan geht, schnell wegzuschneiden. Und deswegen bin ich mir dessen extrem ausgemacht. Glaubt ihr, ich könnte den Bart rocken? Zeig mal. Ja, hast du das schon fast. Ja, aber hier so mit, das ist aber ein ganz anderes Hast Game. Du eine gewisse Ähnlichkeit mit dem jungen Val Kilmer, aber ein etwas runderes Gesicht, der hat mehr so krasse Cheekbones. Ja, ich glaub, ne, du der bist hat so einen männlichen... Naja, das ist halt Schauspieler, der hat kaum Körperfett noch, damit er das, schön... Wirklich? Ist das so ein, glaubst du, das ist alle Models so, und so, wenig Körperfett, dehydriert. Dann kommt es hier so raus. Ja, klar. Mhm. Oh, dann muss ich vielleicht auch aufhören zu essen. Ja. Der sieht gut aus, der Film. Also ich mag, wie er aussieht. Um was geht's da? Wyatt Earp ist ein berühmter Revolverheld in Amerika gewesen, der 1930 oder 1929 gestorben ist. Also es war gar nicht so lange her. Es war so das Ende vom Wilden Westen eigentlich. Aber es war halt im Westen in Amerika, wo es ja lange noch so gesetzlos war. Ich glaube in Oregon oder so. Und
Er kommt da eigentlich hin. Er war früher ein berühmter Marshal. Und er und seine Brüder kommen da hin. Und in dem Film sind es nur zwei Brüder. Und er hat, glaube ich, aber drei, die da, oder vier sogar, die da mitgekommen sind, die ganze Earp-Bande. Und die wollen sich da zur Ruhe setzen und die übernehmen so ein Casino. Und in der echten Welt war Wyatt Earp auch teils eine Weile so Mitbesitzer von einem Bordell und so weiter. Aber das ist alles so ein bisschen glossed over, weil wir wollen ja, dass er so ein strahlender Held ist. Und da sind echt viele gute Szenen. Und Val Kilmer spielt Doc Holliday, auch so einen gefürchteten Revolver, eigentlich den gefürchteten Revolverhelden da im Wilden Westen. Revolverheld ist so ein cooler Name und so eine schlechte Band. Ja, ja, versaut. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass sie sich das ausgesucht haben. Ich will den Film nicht spoilen, aber da gibt es halt einfach eine Gang von Cowboys, die einfach The Cowboys heißt, die gab es auch wirklich. Und die sind so ein bisschen, die sind einfach eine große, so lose Banditengang, die halt eine Menge Scheiße bauen und Leute umbringen und so. Und die geraten aneinander. So. Und dann ist es halt so eine Fehde, die geht so hin und her. Hier stirbt mal einer, da stirbt mal einer. Es ist so ein bisschen Klingt ein bisschen wie ein Mafia-Film im Wilden Westen. Ja, die Tonalität ist sehr eindeutig Wild West, aber vom Storytelling her ist es ein bisschen wie ein Mafia-Film. Klingt ziemlich und, cool. Und was ich besonders Netflix? Liebe und das, warum nicht? Ich habe ihn gekauft auf Amazon. Okay. Das mache ich ja auch, da bin ich auch ehrlich schmerzfrei. Und was ich aber funny fand, ist der Film, weil es eine autobiografische, eine biografische Sache ist. Der ist auf Disney Plus, sorry. Der springt halt teilweise so ein bisschen in der Story, weil es ist halt ein Leben, was da erzählt wird irgendwie auch. Und was ich halt lustig fand, ist, Wyatt Earp überlebt, das ist kein Geheimnis, das weiß man von der historischen Figur ja auch. Aber seine Frau, er kommt da eigentlich mit einer Frau an. Ja, und das ist so seine, also auch so eine wunderschöne blonde Schauspielerin und so mit einem leichten Drogenproblem. Und am Ende ist es einfach so, die Frau taucht einfach gar nicht mehr auf, weil er hat sich in so eine Schauspielerin verliebt am Anfang vom Film. Und dann kommt er also zu ihr und ist so, ich habe alles verloren, ich habe nichts mehr, ich habe nicht mal mehr meine Würde, aber ich liebe dich und ich werde alles tun, um mit dir zusammen zu sein und ich werde schon wieder. Wie lange geht der schon? Ganz kurz. Also naja, den ganzen Film, also lange. Monate, weiß ich nicht, einen Monat, keine Ahnung, was auch immer. Okay. Jedenfalls, nö, aber wenn man sich verliebt hat, verliebt man sich halt. Ne? Ja, und da muss man auch mal sagen, man will jetzt warte mal, das ist ja, das fand ich ja schon funny genug, dass er einfach seine, man sieht ihn Schluss machen mit seiner Frau oder irgendwas. Und er taucht da einfach auf. Ist einfach Schnitt, ne, letzte Szene, will ich nicht verraten, was das war, aber dann, ne, so, und er kommt da hin und dann sagt sie, ach, mach dir keine Sorgen, meine Eltern sind reich. Und dann fangen sie einfach an, auf der Straße zu tanzen. Und ich dachte so, what? Was ist das für? Und es ist deswegen. Ey. Das ist aber selbsterklärend. Das ist genau der Shit, den Hollywood damals gemacht hat. Der hat wahrscheinlich ein echtes gutes Ende gehabt. Ah, und hat er beim auch. Screening nicht funktioniert. Und dann haben die halt wahrscheinlich gesagt, Leute, das ist ein Downer. Ja. Hier Wyatt Earp lebt ja noch am Ende und hat ja irgendwie es geschafft. So, wir brauchen noch ein Happy End. So. Und, wow. Aber einfach wirklich, wirklich, meine Eltern sind reich und die tanzen. Wäre ja nicht so. Wow. Er sagt dann noch so zu ihr, weißt du noch, was das Erste, was du mich damals gefragt hast, als wir zum ersten Mal uns gesehen haben? Und sie so, keine Ahnung. Und er ist dann so, can I have this dance? Oder sowas. Und dann machen sie so einen Walzer oder was auch immer sie da tun. Ist das gut. Auf der Straße übrigens. Also. Und er ist einfach jetzt ein Millionär, geflasht, weil er die richtige Frau erwischt hat. Oh, ja. Was eine gute Message. Ja. Einfach nur reich heiraten. Ja? Oh, ich würde so gerne reich heiraten. Oh, ich gerne reich heiraten. Wenn Jonas hier eine Filmempfehlung rausholt, ich habe auch endlich mal wieder was geguckt. Ich gucke ja sehr, sehr wenig. Ja. Aber ich habe ja, weil ich mir für die Simpsons ein Disney Plus Abo besorgt habe und sehr viel Simpsons gucke, im Zuge dessen, weil es da online war, The Show geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr David Cho kennt. Du meinst David Cho der ist Koch? David Cho ist ein amerikanischer Maler. Der war auch mal bei Joe Rogan zu Gast. Ja. Sehr, 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 sehr intensiver Typ. Sehr, sehr intensiv. Ist damals reich geworden, weil er Bilder für das Büro von Facebook gemalt hat. Ja. Und Facebook war so 2005, die hat nicht so viel Kohle und waren so, wir zahlen nicht in Aktien aus. Und er war so, ja, okay. Wow. Hat dann den Glücksgriff aller Glücksgriffe gemacht und irgendwie 300 Millionen Dollar aus seinen Aktien geholt. Und der ist, ich zeige ihn euch mal, nur damit ihr ein Bild von ihm habt. Ich glaube, ihr werdet ihn bald schon gesehen haben. Ein langhaariger Typ, ne? Genau, genau. Wahnsinnig intensiv. Also muss man schon sagen, ob man mit dem abhängen würde. Nur gut. Was meinst du mit intensiv?
Ja, das ist ein ganz breiter Begriff, ja. Na, okay, ich zeige euch einfach mal so ein kleines Videochen und dann können wir mal gucken, ob wir das intensiv finden, was er so macht. Also, okay. Ihr könnt es auch Bilder malen, wir bezahlen euch mit VMP-Aktien. So, das ist dann alles sehr, sehr arzi-fazi, wie man sieht. Sehr arzi-fazi und jetzt kommen wir mit sowas. Jetzt ist sehr, sehr laute Musik und wir rasten ein bisschen aus. Koreanische. Ist er das? Okay. Nein. Ich glaube, du musst es mal wegmachen, damit wir keine Probleme bekommen. So, na gut, es ist ein Insti. Ich glaube, das wird nicht so ein Problem sein. Jetzt kriegt er Glitzer von hinten an den Kopf gehämmert aus einer Flasche. Ja. Also einfach, ne? Es ist ziemlich intens. Ja. Finde ich aber gut. Ich bin großer Fan von ihm. Und der hat eine Talkshow auf Disney Plus. Und da interviewt er. David Cho hat eine Talkshow. Also, die läuft jetzt auf Disney Plus. Ja. Die war eigentlich für Hulu produziert. Großartig. Hat ganz, ganz spannende Gäste. Zum Beispiel? Kennt ihr Kat Von D noch? Ja. Die Tattoo Artist? Oh ja. Die fand, glaube ich, jeder Typ, wenn man so ein bisschen in Kat. Wenn du aus den Anfang der 2000er bist und da schon halbwegs erwachsen warst oder so auf dem Weg dahin, dann. Warst du auf jeden Fall verliebt. Kennst du Kat Von D, ja. Dann ist noch zu Gast Steve-O zum Beispiel. Ja. Unfassbar spannendes Gespräch. Und das ist alles sehr, sehr intens. Der lädt die zu sich ein, malt ein Porträt von denen und dann reden die über psychische Gesundheit. Oh, das würde ich auch gerne machen. Ich finde das auch übelst cool. Nee, also ich würde gerne das Porträt malen und dann mit den Leuten reden. Ja. Ich glaube, das wäre mega funny, was da rauskommt. Wow, sehr, sehr gutes Konzept. Ja, und wie gesagt, es ist alles ein bisschen viel. Man muss sich da auch sehr drauf einlassen, weil die haben erst ein normales Interview und auf einmal haben die beide so ein Pizzakostüm an und Wein und so. Und also es ist a lot. Darauf muss man sich ein bisschen einlassen. Aber ich habe auch jede Folge geweint. Es ist schon. Echt, ja? Ja, es ist a lot. Aber du bist auch nah am Wasser gebaut. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ja. Einfach eine Empfehlung. Folgen gehen 27 Minuten. Ist fast ein kleines Boot, würde ich fast sagen. Ich bin ein Boot. Ja, ein Bötchen. Du bist auf dem Wasser. So ein Haus. Du bist sehr nah am Wasser, du bist auf dem Wasser gebaut. Ja, das ist meine Empfehlung. Ihr braucht leider Disney Plus. Das ist nicht mal illegal einfach zu finden, habe ich herausgefunden. Ja. Deswegen. Du hast natürlich nur aus Recherchegründen geguckt. Ja, sicher. Nee, ich hab ja schon Disney Plus, weil ich habe super viel Simpsons wieder geguckt in letzter Zeit. Ich bin schon bei Staffel 5. Okay. Ich habe von 1 jetzt mal gesagt, wir ziehen die Nummer jetzt hier mal durch. Absolut. Family Guy ist auch rübergekommen, ne? Zu Disney Plus. Ja. Super weird. Ja, Bob's Burgers haben die jetzt auch. Oh, also jetzt ruppen die wirklich alles an sich. Ja, die holen jetzt die ganzen guten erwachsenen Animationsserien zu sich. American Dad, also finde ich scheiße, aber ist auch da. Also die haben quasi alles, was so Animation ist. Ja, vor allen Dingen, die haben ja auch Daredevil und Punisher und so weiter, als halt Marvel-Content. Aber das würde ich immer noch sagen, ist noch nicht an Netflix dran, oder? Ich finde es unfassbar viel besser als Netflix. Ja? Na, bei Netflix ist immer ein bisschen mein Problem. Netflix macht immer neue Sachen und dann sind so, das haben wir jetzt produziert. Und ich denke mir erstmal, es ist mir scheißegal, was ihr das da produziert, habt. Aber guck auch noch. Es könnte mir nicht egaler sein, was ihr da gemacht diese habt. Diese Reality-Show und nochmal The Wolf of Wall Street. Das ist, also. Und Disney Plus ist für mich einfacher, weil so, hier ist Bob's Burgers, hier ist die Simpsons, du liebst Bob's Burgers, du liebst die Simpsons. Ich bin so, okay. Auf Disney Plus habe ich diese Freeclimb-Doku geguckt. Die soll übelst gut sein. Alter Schwede, habe ich da geschwitzt. Ja, also, glaube ich. Der wie ist die nochmal? Freeclimb, ich glaube, einfach nur Freeclimb. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt, das ist so ein Freeclimber. Und der klettert den El Capitan im Yosemite Nationalpark in den USA und ist einfach völlig gestört. und es ist wirklich verrückt, aber irgendwie macht es dann doch auch Sinn. Und, aber was daran macht Sinn? Das passt schon zu ihm. Ach so, für ihn macht es Sinn, das kann ich. Das passt schon zu ihm, das ist eine gute Aussage. Guckt euch das mal an. Also ich habe mal ein Interview von dem gesehen. Das ist sehr rational und kühl. Es ist so, es ist wie eine Performance, die ich übe. Ich mache das erstmal so oft mit Seil, solange, bis ich das fertig habe. Und dann klettere ich das um. Der ist auch voll ready zu sterben. Ne? Ja, der ist für ihn gar kein großes Ding, wenn das passiert. Und der hat Finger, ich saß die. Also wirklich, das ist wirklich krass. Oh, der hat locker so sexy Unterarme, oder? Ja. Oh mein das Gott. Das ist absurd. Ich finde muskulöse Unterarme bei Männern richtig lecker. Ja. Finde ich richtig lecker. Also das ist wirklich krass. Also ganz kurz mal, warum? Was bringt es dir? Das würde ich gerne wissen. Was mir bringt? Ja, was löst es bei dir aus? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe ja lange Judo gemacht. Ja. Da haben ja Männer allgemein gute Griffe und gute Unterarme. Ja. Und irgendwie finde ich das. Ich habe ja mal so. Wisst ihr noch, als ich diesen. Free Solo hieß es. Diese,
diese Kochkurse gemacht habe. Ja. Und da gab es ja einen Kurs, wo wir gesehen haben, wie ein Kalb zerlegt wurde. Mhm. Und der Typ, der das gebutschert hat, der hatte so leckere Unterarme. Ich war richtig so, mein Gott. Ja. Wie trainiert man Unterarme? Es gibt so Grifftrainings. Mhm. Oder du legst dir ein Gewicht in die Hand, lässt es dann so runterlaufen und ziehst es dann wieder hoch. Mhm. Das kannst du genauso von hier noch machen. Mhm. Und ansonsten, was wir mal gemacht haben, Judo-Kutte über die Klimmzugstange und dann mit den Händen in die Kutte und dann so Klimmzüge machen. Das geht gut auf die Unterarme. Wow. Ja, was ich weiß ihr denn für Tiere, Alter? Ich war mal lecker. Als ich jung war, war ich lecker. Jetzt, ich weiß nicht, wir haben Bilder gesehen, ich bin nicht ganz sicher. Ich war auch ein Opfer, ja. Aber ihr habt mich nicht ohne Shirt gesehen. Ja, okay. Glaubst du, du kannst diese Physik wieder erreichen? Nein, doch. Ich habe 5-6 Mal die Woche Sport gemacht. Ja, kannst du doch immer noch. Nee. Was hält dich denn auf? Ich? Mich? Ich habe jetzt was anderes zu tun. Damals war es ja so, man hatte Schule und dann war man fertig mit der Schule und ist man zum Training gegangen. Ja. Das war so Teil dieses Schulalltags. Ja. Und das habe ich nicht mehr und das möchte ich auch gar nicht mehr. Du möchtest quasi nicht mehr so crisp sein wie früher. Oh, es ist so anstrengend, so crisp zu sein, Bruder. Ja. Es ist so anstrengend. Aber fühlst du dich mal vor, ihr macht wieder 5-mal die Woche Sport. Aber fühlst du dich dann nicht besser? Also ich finde, als ich noch 5-mal die Woche Sport gemacht habe, tat jeden Tag alles weh. Du musst ja nicht immer. Du glaubst, du kannst diese Physik nicht erreichen, wenn du dich nicht durch diese Hölle wieder jagst. Ach, dann muss ich auch wieder. Oh, dann gibt's wieder Naturreis mit gedünstetem Huhn. Oh, ja. Nee. Nein, das wird nie wieder passieren. Und wieder schön Karotten. Schön Karöttelchen, du. Ja. Die Karöttchen werden angebraten. Ja. Und so ein bisschen Salbei und Butter. Auf einen Monat Erbsen, ich bring dich da wieder hin. Ein Monat. Ein Monat Erbsen. Schon wieder so ein guter Titel für irgendwas. Ein Monat Erbsen. Wow. Nee, ich glaube nicht, dass... Mann, ey, wir droppen hier so viele gute Titel, aber ich habe mir als Deadline für den 1.4. Muss ich einen Namen fürs Solo haben. Ja. Und einen Pressetext. Wer zur Hölle braucht Pressetexte? Ein Monat Erbsen, bitteschön. Ein Monat Erbsen. Nee, also... Ich finde, der Titel eines Solos muss nichts mit dem Solo zu tun haben. Ja, eben. Es muss einfach nur gut klingen. Ich finde, du kannst einfach den Namen von einem starken Bit nehmen und das ist dann der das Name. Das geht von genauso, finde ich auch. Ja. Der Rabenkönig. Mann, das ist so ein Banger-Name. Ja, das ist natürlich auch ein guter Name. Ja. Da kann man auch ein schönes Plakat machen. Ja. Da kannst du dich mit einem Künstler hinsetzen und sagen, hey, das kann richtig sexy sein. Ja. Ich weiß, wie würdest du dein Solo nennen, Falk? Nenn mich Frank. Nenn mich Frank? Falk Pürcek, Doppelpunkt, nenn mich Frank. Ja. Ja. Mein Problem ist nur noch, ich brauche noch ein Bit, wo das drin vorkommt. Ich finde, du solltest da so einen etwas flippigen Anzug tragen auf dem Plakat. Eine flippige Brille. Ich habe wirklich ein paar Sachen, die... Ja. Flippigen Anzug. Dann können wir eigentlich das Kuh vom Quatsch-Comedy überhaupt gleich drauf machen, wenn wir schon dabei sind. Ja. Und am Ende wird gesungen. Ja. Ich habe ein paar Sachen, aber die sind einfach nicht witzig. Also, na gut, ich finde, ein Titel muss nicht witzig sein. Darf ich euch Solo ein paar Sachen vorlesen? Hau raus. Ivan Thieme, Profi. Ich weiß ja an Almania will. Ivan Thieme, It's Take Jokes, diesmal länger. Ist mir zu Meter. Naschkatze. Ivan Thieme, Naschkatze. Ist nicht so schlecht. Das finde ich nicht schlecht. Aber Profi, das löst was bei aus. Profi, da fehlt ja dann der eigentliche Joke, daran ist ja Profi Punkt irgendwas. Stimmt, da hat er recht. Profi Punkt Comedian. Ja, genau. Stimmt. Ich hatte noch Naschkatze, finde ich, das ist ein lustiges Wort. Naschkatze. Ich mag das von Thomas Kornmeier. Thomas Kornmeier hatte Zeit. Hatte Zeit, ja. Ich dachte, Ivan Thieme verteilt Backpfeifen ist nicht schlecht, aber das ist irgendwie so zu aggressiv. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch zu Meta. Ja. Ich dachte, Abschiedstour wäre witzig. Das haben leider schon echt viele Leute gemacht. Ich fürchte auch, dass es das schon mal gab. Ivan Thieme möchte nicht arbeiten. Aber dann, ich bin ja nicht so ein, keine Ahnung, schaffig. Also, ja, aber Naschkatze ist nicht schlecht, ne? Naschkatze gefällt mir, muss ich sagen. Also solange du jetzt nicht anfängst, einen schlechten Wortwitz mit deinem Nachnamen zu machen, kann man ja eigentlich eh alles machen. Ja, ja. Thieme is on my side. Team is on my side. Time is on my side. Ich habe überlegt, was man mit Team machen kann an dummen Wortwitzen. Ich glaube, da sitzen gerade ganz viele Kabarettisten zu Hause und sind so. Yeah. Ja, versucht so ganz schlechte Jokes zu machen. So, Ivan Thieme ist geblendet vom Bühnenlicht. Der Titel ist nur noch Befindlichkeit. Aber was ist. Bin ich mit meinen Unterarmen beschäftigt?
Ah, Unterarme sieht man aber hauptsächlich eher von oben als von unten. Die sind aber nicht schlecht. Ich hatte immer relativ starke Unterarme. Die Unterarme sind auch schwer zu trainieren. Ich habe zum Glück das einfach lange gemacht, dass ich mich das jetzt noch so drüber retten kann. Aber ich glaube, es hat auch was mit dem Körperfett zu tun, ob man die Sachen sieht oder nicht, glaube ich. Ja. Die Muskeln sind ja in der Regel. Es gab immer Frauen, die besessen waren von Männern, die so starke Adern in den Unterarmen hatten. Ja. Und dann welche, die es komplett eklig fanden. Und ich habe immer nie ganz rausgefunden, was, deswegen habe ich vorhin gefragt, was ist das Ding mit Unterarmen? Also, was immer noch nicht genau weiß. Was ich an Unterarmen sexy finde, ist, wenn man anfängt, dass das hier, diese Linie, die war bei mir mal wie in Stein gemeißelt. Das fand ich immer sexy. Okay. Das fand ich schön. Aber es sieht auch ein bisschen nach Hähnchen aus. Was soll das echt? Heißen? Ich weiß nicht mal genau, was das heißt. Ja. Okay. Ivan Thieme, ich weiß nicht mal genau, was das heißt. Ich weiß nicht mal genau, was das heißt. Das ist zu lang. Oder Ivan Thieme, Hähnchen. Hähnchen. Nee, Naschkatze finde ich gar nicht so schlecht. Und dazu kann man auch ein gutes Poster machen. Exakt. Und dazu hätte ich theoretisch dieses Bett, wo ich dieses Lebkuchenhaus, wo ich dann diese Werwolf-Zuckeranfälle habe. Ja. Ja. Wisst ihr, was ich richtig? Ich habe letztens erst wieder ein schönes Plakat für eine Comedy-Tour gesehen. Das kann doch kein Name für das erste Solo sein. Man natürlich kann es. Man will es noch mit einem großen, so, hey, hier ist ein Team. Nein, Punchkatze. So. Punchkatze, nee. Das ist zu abstrakt. Aber Naschkatze ist nicht schlecht. Ach, ich finde, man darf das immer gar nicht so überkompliziert machen. Ja. Ich finde Naschkatze Kopfkino finde ich zum Beispiel zu lame. Also das ist einfach nur... Ja, das ist so, muss ich sagen, geht mir auch nicht weit genug. Nichts sagen. Ja. Genau. Was ist mit Kropfkino? Kropfkino. Kropfkino? Ja. Das spricht sich nicht gut aus. Schopfkino. Schopf. Ich wollte euch ein Plakat zeigen, was mir sehr gefallen hat. Aber ihr könnt ja weiter quatschen. Gut, also hier ist ein Ding. Es ist semi vorgeschlagen worden von unserem Produzentenkumpel Ben, der ja auch für uns Social Media macht. Und unter anderem. Und der hat ein Thema aufgestellt, also mir zugeschickt, was ich sehr interessant finde. Und zwar Elon Musk hat Putin zum... zum Kampf aufgefordert, also one-on-one. Und der würde ich ja so auf den Sack kriegen. Ist ja insane, wie Wladimir Putin den töten würde. Wladimir Putin ist alt. Und hier ist die Frage, die dazu kommt. Ivan Thieme, ja? Du schaffst Floyd Mayweather. Mhm. Schaffst du Elon Musk? Easy. Easy. Ach, ich dachte, ich besetze auf ihn. Ich dachte, du fragst, ob ich Putin schaffen würde. Ja, schaffst du Putin? Weiß ich nicht. Ey, Putin ist... Der Dude ist übelst krass. Der Typ ist 60. Aber haben nicht so alte Männer so eine Old Man's Strength, die dann so. Nee, das ist ein Ding, was alte Männer sagen, damit sie sich nochmal. Na, ich habe schon mal gesagt, ich hatte mal einen Trainer, der war so Mitte 50. Ja. Der hat jeden zerstört, der mit damit 20 angekommen ist. Die haben alle, ich habe den nicht einmal geworfen. Ich würde Elon Musk so eine geben, dass, finde ich, wenn meine Hand über sein Gesicht geht, dass er quasi wie so bei Character Design so ein anderes Outfit anhat. Also er hätte quasi so ein anderes, andere Haarfarbe. Also das ist, wann hat er denn jemals eine gescheuert bekommen? Ich glaube nämlich auch, dass der gar keinen Plan hat. Macht er nicht Jiu-Jitsu? Ach, nee, ich glaube, du bist gerade bei Lex Friedman. Lex Friedman wollte Schiedsrichter sein. Wenn er seinen Flammenwerfer mitnimmt, dann habe ich ein Problem. Ja. Also, wenn jeder ein Tool mitnehmen kann. Das ist mein Ding bei Elon Musk. Ich glaube, Elon Musk würde heimlich irgendwas, entweder baut er einen Roboter, der genauso aussieht wie er. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder er ersetzt seine Arme durch kybernetische Arme oder sowas. Ja. Ah, das ist aber unfair. Arme. Ja, aber es ist nicht näher spezifiziert. Ja, nee. Also ich glaube... du kämpfst praktisch gegen Iron Man. dann hat er keine Chance. Gegen einen shitty... Ich bin nicht gegen Iron Man. Elon Musk ist ein shitty Iron Man. Mann, ey. Elon Musk, also das ich ist glaub, ja Elon auch... Elon Musk ist sehr unsportlich. Also ich glaube, ich habe das auch gesehen auf Twitter, fand ich irgendwie so halbwitzig. Weil das ist nur noch lächerlich. Ist nur noch lächerlich. Ist ja ein reeller Konflikt, ist nicht nur ein Joke und dann einfach, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mich da nicht so sehr reingesteigert, aber... also das ist ja... Ich glaube, jeder, der hier sitzt, schafft easy Elon Musk. Ja. Ist voller Ernst. Ja. Weil der wirkt nämlich... Wie groß ist Elon Musk? Kannst du googeln, wie groß Elon Musk ist? Ist egal. Der sieht aus wie jemand, der nicht rückwärts laufen kann. 2 Meter, 200 Kilogramm schwer. Okay, das wäre... Aber ich glaube, er ist 1,76. Es kommt doch gar nicht auf die Größe an, Freunde. Der Typ hat nie Sport gemacht als Kind. Okay, Tom Cruise, Ivan Thieme. Nee. Tommy ist ein Beißer. Nee. Ja, aber Tom Cruise hat auch keine Kampferfahrung. Doch, Tom Cruise hat auch so viel. Der macht seine eigenen Stunts selber. Ja, und? Seit wann hat denn Elon Musk angeblich 220 Milliarden Dollar? Der ist ja völlig... Wie groß ist denn der jetzt? Ich versuch's doch gerade rauszufinden, denn ich war ein bisschen von der Zahl verwirrt. Geh auf ShareDog.
Warum steht das? Keiner. Okay. Wenn ihr Sherdog nicht kennt, da sind so die Stats von MMA-Fightern drauf. Geh auf Sherdog. Warum finde ich das nicht? Wartet, gib mir kurz. Elon Musk, Größe. Gegen Tom Cruise würde ich es nicht schaffen. Ich glaube, ich würde, weil du gegen Will Smith, würdest du gegen Will Smith schaffen? Nein, aber Will Smith ist ein Tier. Ey, ja. Wollt ihr was Witziges hören? Der hat auch richtig viel Boxen trainiert für den Ali-Film damals. Stimmt. Ja. Wollt ihr, ich hatte neulich einen charakterlich schwachen Moment. Elon Musk ist 1,88. Schon ein ganz schöner Tower. Krass, er ist so ungefähr so groß wie ich. Wie hier. Ja. Krass. Bisschen kleiner, aber. Ich war. So viel Zeit muss sein. Ja, nee, ist okay. Wenn er sein scheiß Imperium hat, will ich immer noch 5 cm größer sein als er. Ich war, okay. Ich weiß nicht. Die gönne ich dir. Also, das passt tatsächlich perfekt in das Thema und ich werde gleich sehr viel. Das wird gleich, ich kündige es jetzt schon an, es wird ein viraler Clip. Wow! Okay, Ivan Thieme, mach uns berühmt in diese Kamera. Ja, er hat heute so ein McGregor-Ding am Laufen. Ne? Ja. Ich war in Dresden und dann war ich so wie McGregor in so ein Lambo, keine Ahnung. McGregor ist immer oberkörperfrei. Ich weiß nicht mal, ob er nicht sich erkältet oder so. Oder, es ist doch richtig, wenn man fährt. Warm. Überall, wo er ist. Ja, Bruder, der Bruder wird so auf Testo sein. Ich glaube, da wird einem nicht mehr gleich. Ganz kurz die Lippen nochmal. Das ist mein Leben. Ich lebe in einer Sitcom. In dem Kontext, was ich gleich erzähle, ist das umso witziger. Okay. Aber es ist halt anstrengend, mit trockenen Lippen zu reden. Nee, natürlich. Und ich verstehe auch nicht, warum meine Lippen gerade so trocken sind. Wir haben alle gerade trockene Haut. Ich trinke genug Wasser. Mhm. Ich ernähre mich gut. Ja. Das ist auch sehr, sehr rote Lippen. Ich glaube, die sind ein bisschen aufgescheuert. Ja. Vielleicht scheuerst du auch zu viel. Ist es, weil es zu viel, du knutschst zu viel. Nee, du bist nur am Knutschen den ganzen Tag. Du hast die Kissing Disease. Wirklich, so hört sich's an, wenn man hier reinkommt. Nee, ich glaube, ich trinke noch einen Ticken. Aber so 3 Liter, what the fuck? 3 Liter niemand, trinken? Was ist trinkt 3 Liter das für eine Wasser absurde Zahl? Was ist mit deinem Körper los? Ja. Du wachst in der Nacht auf, weil du so viel Hunger hast. Du, ja, du, ist wirklich du interessant. Trinkst 3 Liter Wasser am Tag? Ich trinke keine 3 Liter Wasser am Tag. Wie viel Liter? Allerhöchstens 1 Liter manchmal. Ja. Ja, okay. Und dann nimmt man sagt, man nimmt noch so einen halben Liter über Nahrung auf. Mhm. Aber ich trinke keine. Ich auch nicht. Ich würde sagen, ich mache so 200 Milliliter am Tag. Ja. Du trinkst jetzt gerade schon mehr als 200 Milliliter. Das stimmt, weil ich mir Mühe gebe und ich habe auch einen Kater. Pass auf. Ich war in Dresden. Ich habe bei dem Humorzone-Festival da aufgetreten im Rahmen von Nightwash. Das war ziemlich cool. Die haben uns ein ziemlich cooles Hotel gegeben und dann war das der letzte Tag dieses Festivals. Und wir sind dann danach in eine, Drew war da, Drew Portnoy, nice. Mit seiner, der ist dann eingesprungen für jemanden, und dann sind wir quasi, wurden wir noch eingeladen auf eine After-Show-Party. Ihr kennt mich, ich wollte absolut nicht, ich wollte wirklich absolut nicht. Also ich war schon, die haben uns ein wirklich gutes Hotel gegeben, ich war schon im Hotel, kopfmäßig, aber dann habe ich ja gesagt. Und dann sind wir in eine Bar und dann, hat sich Mädel zu mich gesetzt. Die kannte ich nicht. Also, ich werde auch nicht, also Jonas weiß schon, was wo Richtung geht, aber ich werde es nicht sagen, wer sie war. Aber, weil ich dein Anwalt bin. Ja. Oh, jetzt bist du schnell. Und dann rede ich mit der und dann kommt jemand rein und zwar Jan-Philipp Zimny. Nein! Jan-Philipp Zimny kommt rein. Ist der groß? Er ist groß. Ich habe mir nämlich immer vorgestellt, dass er groß ist. Und kräftig. Oh ja. 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 Das ist schon ein Kerlchen. Und ich hatte schon 2 White Snow drin, muss ich sagen. White Snow? Ja, ich wollte erst einen White Russian trinken. Was dann ist ein White Snow? Die haben mir einfach Schnee gegeben. White Snow. Nee, was ist das für ein Drink? Jetzt ganz meine Frage. Ich habe gesagt, ich mag White Russians. Und ich habe dann zu dem Barkeeper gesagt, ich will nicht immer White Russians trinken. Ich will quasi was anderes. Und dann hat er mir gesagt, White Snow. Das ist quasi so ein bisschen fruchtiger, ein bisschen schaumiger, mit ein bisschen Kakaopulver drin. Das war echt vielleicht gut. Nicht das Mikrofon direkt ans. Das war wirklich, wirklich lecker. Das war wirklich lecker. Und dann habe ich die ganze Zeit mit dem Mädel geredet. Jan Zimny kommt rein und irgendwie geht mein Kopf wer auch ist in. Das noch mal? Ich kann Jan-Philipp Zimny. Sehr, sehr bekannter Poetry Slammer. Der hatte vor 2-3 Jahren hatte der so richtig Heat. Ja. Für so eine gewisse der Zeit. Der hat ja auch immer, er spielt ja auch immer noch. Also, der hat ja auch sein Solo da gespielt. Ja. Also, und dann kommt mein Kopf irgendwie so ein komisches Ego. Und ich war so, ich sag so zu der Frau so, Wenn wir jetzt gegeneinander kämpfen würden, was glaubst du, wer wird gewinnen? Und dann sagt sie, ich weiß gar nicht wieso. Du bist so mein Freund. Ich weiß nicht was. Ich bin nicht mein Freund. Ich kann dazu nichts sagen, glaube ich. Ich war schon so in diesem Zoo. Wir haben, ich hab nichts. Bis dahin hatten wir wirklich. Und du musst verstehen, er hat 2 Drinks. Wie oft trinkt er einen Drink? Ja, ja. 2 White Snow. Drink. Und ich weiß nicht, wieso mein Kopf irgendwie, weil ich nicht gerechnet habe, dass er so. Der war wirklich groß. Und irgendwie war ich so. Ich war auch nicht so gehässig. Nee, sondern du warst so neugierig. Champion.
Und dann sagt sie, nee, ich glaube, Jan ist stärker. Und dann war ich richtig, Bitte sag mir, du hast es herausgefunden. Nee, ich habe es nicht herausgefunden. Ich war so, nee, als ob ich habe wirklich mit ihr angefangen zu diskutieren. Hast du so erklärt? Ja, guck mal, Jab, Jab, Cross. Oh mein Gott. Nee. Und dann, ey, du bist so gut im Flirten. Aber ich kann ja noch nicht jetzt das beweisen. Das ist ja ein komisches. Das ist nämlich das Problem. Ich kann ja nicht du kannst Philipp, es nicht beweisen. Aber das wäre. Und in dem Moment. Eigentlich hättest du sie in einen Headlock nehmen müssen und sagen müssen, was weißt du, nee, aber kämpfen. Ja. Einfach in so eine Standing Guillotine. Nee. Und wir saßen. Tap, tap. Und jemand ist so, was, du willst zahlen? Ja. Nee, und das, wir hatten bis dahin eine gute Dynamik und irgendwie sage ich das, sie sagt so, nee, ich glaube, der Jan ist stärker. Und dann kennt ihr den Moment, wo man sich dann so kurz auseinanderdreht? Jeder war so kurz für sich. Jeder war so kurz. Ja, man musste mal innehalten, was gerade passiert ist. Ging das noch gut weiter danach? Ja, das ging noch gut weiter. Warum hast du es gesagt, glaubst du? Weil ich wirklich überrascht von seiner Physis war. Ja, aber das ist ja kein Grund zu sagen, ich glaube, ich kann ihn besiegen. Nee, ich glaube, ich hatte einfach nur unterbewusst versucht, ihr irgendwie so. Ich glaube, manchmal versucht man auch einen Joke zu machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt glaube, da gesessen hätten und er hätte das gesagt, hätten wir ihr sofort eine Stunde getrunken. Ich war zu sehr auf euch gepolt. Ja. Ich habe vergessen, dass ich mit einer attraktiven Frau rede. Also, weil wenn wir da wären, hätten wir ihn irgendwann an den Tisch genommen, um seine Meinung einzuholen, ob er dich schafft. Ja. Hast du mit ihm geredet? Nee. Ich habe am Ende ihn nochmal gegrüßt, aber... Hätte mich nämlich interessiert, was er glaubt, ob er dich schafft. Das wäre so funny, wenn du einfach angefangen hättest, mit ihm zu ringen. Ja, Alter, das wäre auch... Einfach so richtig dreckig, so ein Ankle-Pick nehmen, so richtig eklig anfangen. Ja. Nee, also... Einfach, er redet gerade mit irgendwelchen Produzenten und dann wird er so umgeruppt aus dem Nichts. Oh, so ein Double-Leg-Takedown von der Seite, so richtig eklig. Ja. Und dann steht er vor allem auch einfach nur auf und geht zur Bar und sagt, ich hab dir doch gesagt! Ja, Mann, ey, das war... Ich stell mir gerade vor, wie Ivan... You'll say nothing! Wie Ivan am Boden liegt und er kriegt so Ellenbogen. Bam. So ein richtig dreckiges Ground and Pound. Ja. Auf jeden Fall bin ich nicht zu ihm hin und dann, also das Gespräch ging dann sehr schnell weiter. Ja, also hier, Ivan Thieme Invitational, ne? Das ist ein neues Turnier, was wir aufmachen. Ja, jeder berühmte deutsche Schriftsteller und Autor und Comedian und darf dich herausfordern. Ich glaube, die wäre der Erste, Basti Bargeld, der ist der Erste, der sich meldet. Aber Basti ist ja groß und er weiß ja nicht so richtig, wie man kämpft. Der ist eher einschüchternd. Ja. Ich glaube, wenn es dann ans Eingemachte geht, ist er zu sweet. Eure Frage an euch. Glaubt ihr, ich würde Jan Philipp Zimny packen? Zeig mir mal ein Bild. Ich muss mir auch mal angucken. Zeig mir mal ein Bild. Ich meine, der ist auf jeden Fall ein Koloss. Das kann ich mir vorstellen. Jan. Er hatte so von mir so Strongman-Vibes. Der hatte so richtig. Jan Philipp Zimny. Ja, gut, aber Stärke ist ja nicht alles. Man muss auch sagen, der trägt aber auch Rollkragenpulli, ne? Ja, aber das machen manche starken Leute machen das, um harmloser auszusehen. Also das ist ein alter Trick. Das ist übrigens sehr lustig. Gibt es ein Bild von ihm mit Boxhandschuhen? Wow. Das ist schon mal interessant. Aber man muss sagen, die linke sehr weit unten, die rechte hier, ich glaube, der hat gar nicht so viel Expertise. Für ein Foto. Ja, du kannst ja für ein Foto trotzdem die Deckung richtig halten. Wenn du weißt, wie richtige Deckung geht. Nee. Schreib mal drunter. Gerade für mich als gelernter Zirkusboxer. Glaubst du wirklich, glaubst du, das ist ein Gag? Ist eine Art oder glaubst du, Jan Zimny ist wirklich Zirkusboxer? Weil dann alles, was ich habe auf ihn. Weil Zirkusboxer sind Maschinen. Nicht mal ein bisschen? Also, das ist, also ich glaube, der ist ein netter, alberner, genau, das glaube ich auch. Kräftiger Junge. Genau. Aber er wirkt nicht wie jemand, der wüsste, wie man kämpft. Ich will mich mit ihm auch nicht, das ist ja kein rationaler Gedanke, ich will mich ja nicht mit Jan Philipp Zimny prügeln. Weißt du, was ich meine? Aber wenn es passieren würde... Ich glaube, irgendwas an ihm hat dich provoziert, tief in deinem Inneren. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, mein Ego war einfach angekratzt. Ja, kann sowas passieren. Weil ein viel talentierterer junger Mann in den Raum gekommen ist. Ich weiß, was du meinst. Weil weiß man dann so, was soll das? Verpiss dich. Nee, also, kannst du nicht woanders berühren? Nee, mein Unterbewusstsein. Also ich habe es nicht wirklich so... Nein, ich rede ja auch gerade aus meiner Perspektive von. Und dann aber es wäre funny, wenn du ihn in so einem Wrestling, wenn du ihn so hochheben würdest und auf den Boden schmeißt und dabei Poetry Slam rufst. Poetry Slam. Also wenn es losgehen würde, würde ich mein Geld auf dich setzen? Ja. Du kannst während des Kampfes noch... Aber wenn es Live-Wetten gibt, würde ich auch schnell, wenn sich das Ruder... Also dann würde ich auch wieder auf ihn setzen. Also, ich bin da, ich würde da setzen, wo die Odds sind. Und dann hatten wir diesen Moment und es war so eine absurde Sequenz an... Dann kommt Philipp Zinni rein, ich sag das zu ihr, sie sagt so, nee, ich drehe mich weg. Und dann fangen hinter uns Portugiesen Volkslieder zu singen. Und zwar zu authentisch. Also es war zu gut. Schön. Aber es hat nicht in den Kontext reingepasst, weil keiner kann da mitmachen. Fado? War es traurig? Ja, das war so richtig traurig. Das ist Fado.
Und ich glaube, das so haben die angehört, die haben gehört, was du gesagt hast. Ja. Die Situation begegnet und haben sofort angefangen, Fado zu singen. Das machen die Portugiesen, wenn sie traurig und die sind. Haben, keiner hat die gebeten, die haben einfach nicht so gesagt, hey, es ist okay. Die waren so, escuchare, odario. Ja, ja. Du bist etwas. Ja. Und auch so. Und dann haben die auch nicht aufgehört. Nein, weil die Traurigkeit hört ja nicht sofort auf. Ja. Ja. Das war mein Moment das, mit. War das eine Flirty-Situation mit der jungen Dame? Ich würde sagen. Das allgemein als flirty bezeichnen? Ich würde sagen, ich habe. Drew hat im Endeffekt das sehr gut zusammengefasst. Ich habe es sehr, sehr gut gemacht. Ich habe es. Aber ich würde mir voll gern von Drew einmal sagen lassen. Nicht nur Drew, sondern seine Frau auch. Seine Frau auch den Namen. Von den beiden würde ich mir es so gerne. Aber Ivan, du hast zu der Frau gesagt, glaubst du, ich kann Herrn Philipp Zimny besiegen? Ja. Ich glaube, also 100%ig gut gelaufen kann das nicht sein. Nee. Das stimmt was nicht. Perfekt kann es nicht sein. Also ich mache gerne nochmal die Mathe dahinter, aber ich glaube, das ist. Mal gucken, wir haben Kontakte ausgetauscht. Mhm. Sie wohnt in Greifswald. Okay. Mhm. Viele Red Flags. Ja. Ja. Ihr kennt doch mal eine Greifswald-Geschichte, oder? Was ist deine Greifswald-Geschichte? Wir waren in einer Kneipe dort. Freunde von mir haben da studiert. Und ich war mehr als einmal da. Und wir waren irgendwann, ab einer gewissen Uhrzeit gibt es nur noch eine Kneipe, die auf war. Natürlich. Und die hieß auch irgendwie. Déjà-vu. Ganz typisch. Die hieß Déjà-vu. Nee, die hieß. Sicher? Die hieß, das ist die wahrscheinlich einzige coole. Nee, die ist ja nicht cool. Die hat dann auch so einen richtig dummen Namen. Keine Ahnung. Ja. Ich nenne sie jetzt mal Rosis oder sowas. Laugeneck. Laugeneck. Oder Rosis Laugeneck. Oder der Feuermelder oder irgendwie so ein Quatsch. Ja, natürlich. Und da haben wir dann irgendwann entdeckt, dass da war in einem der Räume war einfach eine Stange. So eine Pole-Dance-Stange. Ja, kenne ich. Und dann hier. Nein, ich kenne Bars, wo man manchmal reingeht, dann geht man um eine Ecke und ist so, ohne. Und wir haben uns noch darüber lustig gemacht und dann wurde es halt noch später und irgendwann hat da so eine Friseuse für ihren Freund an der Stange getanzt und wir waren halt so, wow, das ist ein richtig abgefuckter Laden hier. Ja. Das ist ein richtig Hattet ihr Anstand und habt sie getippt, dass sie das getan hat? Nee, wir sind gegangen. Wir waren, okay, das war zu viel. Wir sind so gegangen. Ey, aber ich glaube, Pole Dance ist richtig anstrengend. Ich glaube, es gibt voll mega. Zwischen Leuten, die es wirklich gut machen und Leute, die es einfach nur so sich drehen. So. Ja. Oder? Ja, gibt es. 100%. Ich kann auch Pole dancen, aber es sieht dann richtig scheiße aus und ist kacke. Ja. Ah. Und es gibt Stangen, die sich schon drehen und es gibt Stangen, die sich nicht drehen. Wir kommen also im neuen Format, verwechselt mit Pole Dance. Ja. Weil ich denke, ich bin mal über so ein Instagram. Ich fand Pole Dance Instagram-Clip gestolpert. Da ist man da durchs Internet gelaufen und immer gestolpert. Und dann war so, die hört sich ja nicht auf zu drehen. Und dann habe ich gegoogelt, Pole Dance, rotierende Stange gibt's, aber sind wesentlich teurer als normale, okay, weil du musst einen Motor einbauen. Manchmal ist es so lustig, worüber einer von euch eine Expertise hat, mit dem ich gerechnet habe. Okay, dankeschön. Ja. Nice. Ich finde aber auch, klar, also Pole Dance ist hot. Ich glaube, das Problem von Pole Dance ist, dass es zu hot ist und oft untergeht, was das für eine krasse Sportart ist. Ich persönlich finde es nicht anziehend. Also ich finde es wirklich, unjokig, ich finde es wirklich nicht attraktiv. Nicht, weil das nicht irgendwie schick aussieht, aber irgendwie triggert es nichts bei mir. Also vielleicht habe ich auch noch nie sowas live gesehen, wo ich das nochmal anders beurteilen kann. Aber wenn ich sehe, denke ich mir so, ah krass, da muss jemand heftige Arme gerade haben. Also ich respektiere eher den Sport als die Sexiness. Also Ich bin ein bisschen bei Ivan. Ich habe entdeckt, es gibt ein neues Ding, das heißt Floorplay. Und das sind die ganzen Dance-Moves, die Pole-Dancerinnen früher auf dem Boden gemacht haben, an der Stange oder drumherum. Ja. Das ist sozusagen der Teil, kommt ja alles ein bisschen aus dem Strippen ursprünglich. Ja. Und da haben sich so Sachen abgespalten. Und Floorplay ist definitiv sehr viel hotter als Pole-Dancing. Pole-Dancing ist wirklich mehr eine olympische Sportart. Okay, Floor-Dance. Ja. Floorplay. Die machen auch wirklich so kurz vor dem greifen die Magnesiumbeutel und machen quasi nochmal so. Ne? Dann kommt nochmal der Coach, gibt ihnen nochmal eine dann geht's an die Stange. Wie lange dauert noch, bis Pole Dance olympisch ist? Oh, guter Punkt. Ich sage 7 Jahre. Ah, ich glaube, das wird noch lange dauern. Nee, ich sage 7 Jahre. Ja. In unserer Podcast-Zeit hier noch. Also wir werden das noch erleben. Ja. Ja, ich werde auf jeden Fall noch sagen können, das gab's früher nicht. Ja. Ja, das ist einfach, weil Olympia sich retten muss. Und die brauchen einfach jetzt, manchmal brauchen die so ein bisschen neues Lebensblut. Die haben ja auch so ich sehe jetzt neue Spiele, wo man so Säcke in Löcher wirft. Ja! Das sieht auch olympisch. Das finde ich mega gut. Wie heißt denn das? Cornhole? Oder wie heißt das? What? Hast du nicht gesehen? So einfach Säcke mit so, was ist Sand oder so? Ja, genau. Und dann in Löcher. Ja. Löcher. Also und auch so. Nee, es ist eher eine Kiste, die so leicht schräg ist, wo oben ein Loch ist. Hier ist ein Loch. Und da wirft man das rein. Und dann kann man so in Amerika aber gespielt. Die Beutel können auch so stehen bleiben. Das heißt,
Genau. Wie haben sie denn diesen Scheiß da reinbekommen? Das ist doch kein internationaler Sport. Nee, das ist nicht olympisch. Nee, aber fast. Ich würde sagen fast. Noch ein bisschen. Nein. Ja. Ich habe letztens... Ist Dart olympisch? Ah, Frisbee-Golf wird, glaube ich, bald... Also, Frisbee wird, glaube ich, bald olympisch. Kokolores. Ja. Ja. Das ist so Hanebüchner. Ja. Guck mal, das wird bald olympisch. Das ist ja. Okay, slow down. Wie hoch Kugelschreiber fliegen können. Das ist mega unterhaltsam. Ja. Würde ich mir in der Zeit Das war unterhaltsamer, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann kann man so seinen Tune und gucken, wie weit man mit einem Kugelschreiber nach oben kommt. Du kannst alles in diesen Kugelschreiber einbauen, was du kannst. Also aber das muss so, werden ja arme Länder wieder benachteiligt. Es muss ja, ein Kugelschreiber. Und ich bin nur so lange dabei, wie keine Schutzbrillen getragen werden. Ja, ich also es, du darfst ja. nur das Gehäuse des Kugelschreibers nutzen, aber du kannst dann eine kleine Rakete, du kannst dann aber das ist ja voll unfair, dann gewinnt ja der mit dem meisten Geld. Ja. Das ist ja scheiße. Da brauchst du ja nur so Elon Musk, Mann. Das ist das Polo-Debakel von vorne wieder. Es ist nicht immer so, dass die Leute mit dem meisten Geld... Es kommt auf die Sportart an. Bei einigen ist es deutlich schlimmer als bei anderen. Aber es ist nicht bei immer, weil Geld ja auch was mit Möglichkeiten zu tun hat. Ja, nein, natürlich. Du kannst nicht in einem armen Land... Ja, aber Ivan, du kannst einfacher ohne Geld einen Speer werfen, als ohne Geld Turnierreiter zu werden. Ja. Ja. Oder Bobfahrer oder so. Ja. Das ist halt vor allem 100-Meter-Lauf und so weiter, ne? Genau. Ja. Und Ausdauersportart. Oder wollte ich auch gerade sagen, genau. Dafür brauchst du ja... Kannst du im Zweifelsfall barfuß, wenn du richtig krass bist? Ja, krass. Sorry. Mein Gott, das wollte ich jetzt auch nicht. Jungs, keine Ahnung. Aus, kriegen wir noch einen Anruf rein? Ja. Okay, lass uns mal hier kurz. Ich wusste nicht, dass wir einen haben, okay? Ja, einen haben wir, glaube ich, meinte Ivi. So. Redet mal ganz kurz. Was glaubt ihr, was erwartet euch gleich? Das war so unmotiviert gefragt. Ich vermute, irgendjemand ruft an und ist so, hallo, können wir mit Ihnen bitte mal über ihre Autoversicherung reden? Oh, das wäre voll nice. Das würde ich nehmen. Hallo, hier ist der Herr Reuter von der Allianz. Eine neue Nachricht. Jo, ihr drei Banausen, wir sind gerade im Weißen See saufen und wir haben gerade die Hells Angels getroffen und die haben gesagt, ihr drei habt Berlin-Verbot, weil ihr irgendwie schlecht über die geredet habt. Also Berlin ist jetzt sozusagen geschlossen für euch. Mhm. Jetzt unsere Frage an euch. Ja, die Frage muss ich jetzt stellen. Okay, du musst jetzt fragen. Okay. Die Frage ist, also ihr dürft Berlin nicht mehr betreten. Ja. Ihr müsst euch eine andere Stadt in Deutschland aussuchen. Okay. Wir würden mal sagen, die muss größer als 50.000 Einwohner sein. Aber ihr müsst euch eine Stadt suchen, in der ihr leben könntet. Also ihr müsst euch euer Leben da jetzt aufbauen. Ihr müsst da jetzt für immer leben, in dieser einen Stadt außerhalb von Berlin. 50.000 okay. Einwohner. Jeder drei Argumente. Bis dann und PowerPoint bis Montag. Ciao. Und dann würden wir euch sagen, gestern Killershow vom PT. Reinhard, mega, mega geil. Und Falk, schöne Grüße von Dasha Slava Ukraine. Die Lacher am Ende. Was? Von Dasha, Slava und Lena? Nee, Slava Ukraine. Das ist quasi so, was man gerade sagt. Okay. Um Solidarität zu zeigen. Ey, kannst du die persönlich fallen? Ja, das war zu Anfang war es Olli, dann war es Andi. Die waren auch bei der VMP-Show, falls das die Zuhörer nicht gehört haben, extrem gelobt haben. Es war eine hervorragende Show. Es war wirklich ein schöner Abend. Es war ein richtig guter Abend. Ja. Aber die Frage war, wir haben im Podcast schlecht über die Hells Angels geredet und wir haben jetzt Berlin-Verbot. Wir dürfen nie wieder nach Berlin und wir müssen uns jetzt in einer anderen... Aber sind die Hells Angels nicht bundesweit? Ja, aber die haben uns nur für Berlin verboten. Ja, okay. War nicht so schlimm, was wir gesagt haben. Also die sind reasonable. Das finde ich schon mal gut. Exakt. Ja. Man kann mit denen diskutieren. Ja. So, ja. Und Berlin haben wir jetzt verloren und wir müssen jetzt... Berlin haben wir jetzt verloren. Wieder. Krass. Wir müssen jetzt in eine andere Stadt ziehen und dafür immer bleiben. Ja. Das war die Prämisse des Spiels. Also ich glaube, wir dürfen sicherlich noch auf Tour gehen, aber nicht in Berlin. Genau. Ja. Genau. Ah, das ist schade, weil man hat sich so viel aufgebaut hier. Mir wird Berlin noch echt fehlen. Erinnerungen. Ich glaube, ich muss auch erst mal sacken lassen, dass ich nie wieder nach Berlin kann. Ich muss das ehrlich sagen, das hat mich gerade überhaupt nicht getroffen. Ich hatte so das Gefühl, ja... Ja, das ist eigentlich eine gute. Bist bereit zu gehen? Na, wenn man einen guten Grund hätte. Ja, ich meine, von den Hells Angels umgebracht zu werden, wäre ein mega Grund wegzuziehen. Ich meine, also die offensichtlichste Wahl für mich eigentlich wäre Hamburg. Aber ich glaube, ich nehme Köln. Boah, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so vielleicht Leipzig. Jetzt bin ich auch gerade. Und ich sage euch so, warum. Der Jonemann hat Bock auf Krieg. Der Jonemann hat Bock auf Krieg. Ja. Oh Mann, ey. Ja. Ich bin aufgewählt und hab Gewalt gewählt. Der rote Baron ist in Köln Baron angekommen. Der rote Baron ist auf Harefeldzug. Ich war in meinem Kopf so, wo könnte ich mir vorstellen, in einem Garten alt zu werden? Du bist so Krieg! Let's fucking fight! Ich glaube, ich würde Leipzig nehmen, ja. Nee, ich würde nicht Leipzig nehmen. Ach, das ist ja voll schwer. Also, what the fuck? Was habe ich denn gemacht? Also, das ist schwierig.
50.000 plus, ne? Genau. Ich glaube, ich wäre auch positiv überrascht von Köln in vielerlei Hinsicht. Nur um das nochmal abzumildern. Ja, 100%. Köln ist halt ziemlich hässlich. Aber die Leute sind irgendwie nicht. Ich vergleiche halt, wir waren schon in vielen Städten. Jetzt denkt man so über die Städte danach, wo es einem gefallen hat. Aber wir haben ja nicht wirklich die Stadt kennengelernt, sondern das Hotel und den Weg von der Location zur Venue. Naja, manchmal war man ja auch mehr als einen Tag in der Stadt. Ja. Da kann man das dann. Und ich bewege mich auch viel, wenn ich in der Stadt bin. Ich laufe echt viel rum. Ich gucke mir so viel an, wie ich kann. Ja, wenn ich übernachte, ist der nächste Tag den ganzen Tag spazieren. Echt, durch die Stadt, ja. Das mag ich voll. Dann würde ich, glaube ich, ins Ausland gehen tatsächlich. Nee, Deutschland. Echt, Deutschland haben die gesagt? Wurde gesagt, muss in Deutschland sein. Ja, scheiße. Da wisst ihr was? Also du hast wirklich Köln und unironisch Köln gesagt. Köln ist locker keine schlechte Stadt. Nein, ich glaube auch, dass es okay ist. Also ich, hat einen netten Grüngürtel. Aber ich meine, wenn ich wirklich ernst wäre, dann würde ich, glaube ich, Hamburg nehmen. Ja. Hamburg fand ich immer eine schöne Stadt. Ich war immer gerne da. Das Einzige, was ist ein bisschen einfach langweilig als Antwort. Aber ich kann es ja nicht. Also ein bisschen habe ich auch mit Bock auf mit den Federhandschuh. Und dahin zu gehen und zu sagen, Leute, wir haben uns jetzt so lange gestritten darum, wie man richtig Comedy macht. Ich bringe euch den Krieg jetzt vor die Haustür. Nice! Ja. Ich bringe jetzt den Krieg vor die Haustür. Krieg im Westen, du. Schön umkesseln und dann. Ja, gut. Gefällt mir. Ich würde vielleicht. Ich schwanke zwischen sehr vielen Antworten. Die nennen mich die Comedy-Hornisse, weil ich in den Bienenstock direkt reingehe. Ist Schalke eine Stadt? Nee, Schalke. Ja. Nee, wo kommt. Klar. Schalke ist eine Stadt. Schalke wirklich? Ist eine Stadt. Aber warum willst du das? Keine Ahnung. Ich habe auch so einen Bundesliga-Vereine gedacht, was so für Städte gibt. Ja. Weil du so ein großer Fußballfan bist. Nee, aber das sind so die Städte, wenn man sich. Okay, man will ja auch mal. Ja, aber zum Beispiel, wer will nach Leverkusen? Zieh doch nach Borussia. Oder? Nach Borussia. Oder nach Wolfsburg. Nach Eintracht. In die hässlichste Stadt des Landes. Eintracht, ja. Eintracht Frankfurt vielleicht. Frankfurt ist eine gute Stadt. Frankfurt schließe ich aus. Ich mochte Frankfurt. Ja. Ich habe da 6 Jahre gewohnt, glaub mir. Nee, du hast da mehr Expertise als ich. Du wärst so wütend nach einer Woche. Also man will ja auch, dass da Comedy passiert. Weißt du, was passieren würde, Falk? Du würdest einmal, an deinem ersten Tag, ehrlich gesagt schon, du gehst vielleicht mal in eine Kneipe, da lernst ein paar Leute kennen, alles gut. Und dann, um so 22.30 Uhr gehst du mal ganz kurz aus der Kneipe raus, weil du denkst, du kannst dir einen Döner holen. Und dann stellst du fest, dass es keinen einzigen fucking Dönerladen mehr gibt, der aufhat am Wochenende. Okay, gut. Ja. Das ist kompletter Ausschlussgrund für die Stadt. Ja, was ist ein Ausschlussgrund. Die Döner da 6,50 Euro kosten, deswegen die am Wochenende nicht arbeiten müssen. Ja okay, das ist Todesgrund für. Ich würde wahrscheinlich auch Hamburg nehmen, weil da kenne ich dann schon einen. Und dann. Ich komme da so aus dem Haus. Oh, mein Gott, der ist hier. Du rauchst so eine. Ich habe schon so eine Kapitänsmütze auf, ich bin voll eingelebt. Du brauchst sofort Pfeife in der Öffentlichkeit. Schmeiße die Mütze auf den Boden und springe darauf rum. Ist ganz schwierig. Ist ganz, 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 ganz schwierig. Ganz schwierig. Ich tendiere ehrlich gesagt wirklich zu Leipzig. Weil da habe ich Freunde. Auch schön, ja. Da habe ich einfach sehr viele Freunde, die da wohnen. Aber die Nazi-Dichte macht mir Sorgen. Ja. Aber Leipzig an sich, das Umland ist schwierig. Aber Leipzig an sich ist schon. Naja, man muss auch sagen, Leipzig hat so zwei gute Stadtteile, die so kreuzbergig sind. Ja. Da müsste man sich halt nur da aufhalten. Aber das wird bei jeder Stadt ein Problem jetzt. Ich weiß nicht, was das Hippeviertel in Köln ist. Ja. Das weiß ich nicht. Aber da, weißt du was, da habe ich ja Backup, da sind ja genug Ausländer. Da sind genug richtige Ausländer, da sind genug Leute mit Migrationshintergrund. Ja. Dass man, das ist ein guter Punkt. Das ist im Osten immer noch so ein Ding. Ist es. Ist es, werde ich auch gibt's nicht einfach reden. Nicht so viel. Ja. Was ist denn mit den Münchner? Auf gar keinen Fall ziehe ich nach Stutti. Ja? Nee. Vorher schieße ich mir vor euch in den Mund. Ja. Aber wirklich? Es ist eigentlich eine schöne Stadt. Ach, bestimmt. Ja. Was Jonas, hast du mal mit Leuten geredet, die aus Stuttgart kommen? Es ist schon wirklich schwierig. Die Quote von Wichsern bei denen ist überraschend hoch. Ja. Es gibt immer mal eine Ausnahme, aber da habe ich ja nicht wohnen wollen. Die mit ihren Alfa Romeos. Ja, da fand ich Münchner sympathischer, muss ich gestehen. Ja, die München haben ist dann auch, doch relativ. Auch ein paar Münchner, die nach Berlin gekommen sind. Die waren immer super. Haben. Ich mochte die Stadt immer. Ja. Es ist halt in Bayern. Ja. Was ist das Problem? Wir sind dann in Bayern. Ja. Aber, andere Gesetze. Du hast halt wo die Polizei dich auf der Straße anhalten würde ständig, weil du nicht aussiehst, wie du aussehen sollst. Ja. Oder einfach, weil du nachts unterwegs bist. Ist wirklich so ein Ding. Also das ist so wirklich. 100%. Ist nicht nur, was man sagt. Ich will nicht da wohnen. Da wird die, also in Bayern nicht. Ist eine SPD-Stadt.
Aber wir sind halt in München, München, genau. Aber wir sind halt in Bayern, da regiert die CSU und da muss ich manchmal Markus Söder irgendwo sehen. Ach, das muss nicht sein. Ja. Wenn du ihn siehst, kannst du eine Blutprobe nehmen? Weil ich bin immer noch dran zu beweisen, dass er ungefähr 17% Rind ist. Würde ich fragen. Nee, frag ihn nicht. Warum? Rinder merken sowas gar nicht. Ah, ich frag, das wäre der erste Test, ob er es merkt, wenn ihm eine Spritze in den Arsch gerammt wird. Ja. Oder ob er einfach nur so... Ich glaube nicht, dass Markus wieder irgendwas fühlt. Ich glaube nicht. Ja. Nimm so ein heißes Eisen, wo VMP draufsteht und mach einfach so. Ja, also ich finde die Frage schwer. Weirdly poppt sogar noch Hannover in meinen Kopf. Nein! Ich weiß, es ist ja nur mein weirder Hannover-Fetisch. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde nach Leipzig. Ich glaube, wir vergessen eine Stadt. Also ich darf wirklich... Irgendwas vergessen wir gerade. Was vergessen wir? Bremen? Was ist mit Bremen? Bremen ist okay. Bremen, in meinem Kopf ist Bremen nett. Ich fand Mainz auch schön. Ich mag auch einfach... Oh, guck mal, das ist der ZDF. Ja. Kann man im öffentlich-rechtlichen durchstarten? Ich mag einfach das Geräusch. Bremen. Ja. Nee, Bremen. Tatsächlich mochte ich Mainz, Bremen, muss ich sagen. Ja? Ja, weil da, also, ja, seht ihr, aber ich hatte auch nur einen guten Tag erwischt wahrscheinlich. Also, aber, ja, schwer. In Leipzig war ich halt oft und länger, da weiß ich, das funktioniert. Ja. Da habe ich so ein paar Tage Expertise. Überraschend schöne Seen im Umland. Ist ja auch nicht der Rhein ist halt auch wunderschön da. Und, ganz, ganz nette Menschen manchmal. Das ist es nämlich. Wenn du nette erwischst, sind die so richtig nett. Ja. Wenn du unnett, dann wird es richtig unnett. Ja. Also das muss man wirklich sagen, ist für alle was dabei. Ich frage mich, ob es wirklich teurer ist. Der Leipziger an sich verstellt sich nicht so sehr, ne? Das macht der Ostdeutsche an sich nicht. Ja, ja. Deswegen ist ja auch manchmal ein Problem, weil man die immer so sehr roh kriegt. Ja. Und man möchte manchmal auch was gekocht kriegen. Ja. Muss ich mal alles sagen, roh haben. Leute, man muss auch nicht alles sagen, was man fühlt. Ja. Ich weiß, ihr seid die Italiener Deutschlands, aber... Irgendwann ist auch mal Schluss. Ihr seid Italiener Deutschlands. Witzig. Ey, mega also, hast Frage. Du jetzt, nee, also du hast dich schon auf Hamburg ziemlich festgelegt. Ja, aber komm, also ich glaube auch wirklich ohne Scheiß, ich sehe Potenzial in Köln. Ja, glaube ich auch. Sehr viel verschenktes Potenzial auch manchmal. Mhm. Manchmal, bei manchen nicht, bei manchen ja. Und ich glaube, man könnte da richtig Damage machen. Weißt du, was ich meine? Man könnte so richtig. Richtig mit, am Käfig rütteln. Genau, man könnte richtig am Käfig rütteln, man könnte richtig so mit der Axt ins Baumuseum laufen und da mal ein bisschen Holz machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Da wird dann auch mal gehobelt. Jetzt muss ich aufpassen, was mit den Nazi-Mitschaffern. ich glaube, das ist. Aber ich wäre in Hamburg, hätte ich ein sehr entspanntes Leben. Ich bin da immer super gut klar gekommen. Und man ist dann nämlich auch am Wasser und das macht was mit dem. Ich kann sagen, was ist mit Überschwemmungen und so? Liebes Schanzenviertel. Schatzviertel ist übelst geil. Ist richtig geil. Da kriegt jeder eine Chance. Da kriegt jeder eine zweite Chance, Cut to, wie ich mit ein paar Hamburgern Ivan in so einen Kofferraum packe und ihn an die Stadtgrenze bringe. In den Hafen so. Raus mit dir, Junge! Das Einzige, was ich an Hamburg, als ich da war, ein bisschen unsympathisch fand, ich habe das Gefühl, Hamburger und auch so Läden in Hamburg haben eine gewisse Hamburg-Überheblichkeit. Ja. Die sind immer so, wir sind Hamburg, okay? Also Hamburg. Es ist dieses Hanseaten-Ding. Genau. Aber ich immer so, denn hier gibt's den Piratendöner und hier gibt's den Ahoi-Burger und man ist so, oh Freunde, ist mehr als hier, I get it. Ja, man muss auch Fischbrötchen essen. Das ist mir manchmal zu viel. Das ist eine interessante Frage. Gutes Fischbrötchen. Das ist jetzt rein. Hast du Bock auf ein Fischbrötchen? Ja. Bisschen, ne? Zum Backfisch. Das ist jetzt wirklich eine rein hypothetische Frage. In welcher Stadt, glaubt ihr, würdet ihr am schnellsten eine Freundin haben? Leipzig. Ja? Ich und Ostfrauen. Ich muss auch sagen. Wenn du dir meinen Lebenslauf mit Ex-Freundinnen anguckst, ist es so, als hätte ich konstant versucht, den Osten zu heiraten. Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also der Osten mich. Das sind halt so Frauen, die haben. Ich war in Chemnitz und in Dresden und es sind gut genährte bürgerliche Frauen, muss ich sagen. Ja. Und die sagen, was sie glauben. Gut genährt. Was soll das heißen? Die haben so gesunde Bäckchen. Wirklich. Wir reden hier nicht über Rinder, okay? Nee. Hä? Ich meine doch aber einfach... Ich weiß, was er meint. Es sind nicht so solche Dürren, irgendwelche, die irgendwo in Berlin rumhocken mit ihren... Die sehen nicht aus, als wenn die ins Matrix gehen. Das ist das alte City-Chicken-Problem. Das ist so... Das ist so, das sind so kanntet ihr Marcel noch? Marcel? Ah, ich bin der Nachname. Mohab. Nee. Als ich angefangen habe mit Comedy, gab es in der deutschen Szene hier, es gab keine deutsche Szene, es gab nur die Scheinbar. Hm? Und da war Marcel Mohab. Und Marcel Mohab ist ein großartiger, funny Dude aus Österreich, der auch mittlerweile in Kinofilmen mitspielt, hauptsächlich eigentlich Schauspieler. Nice. Und er hatte ein sehr solides, funny Bit darüber, dass er in Neukölln gewohnt. Und da gibt es ja City Chicken. Hm? Und er hatte ein ganzes Bit darüber, was der Unterschied ist zwischen einem City Chicken und einem Country Chicken. Okay. Und das City Chicken ist halt so die ganze Zeit krank und raucht und ist so voll dünn. Und das Country Chicken ist sehr stark, aber auch irgendwie ein bisschen reaktionär in all seinen Ansichten. Ja. Und er hatte so ein geiles Bit drüber gehabt. Und deswegen muss ich gerade daran denken, es klang
klang gerade sehr nach City Chicken versus Country Chicken. Ja. Ja, nee, kenne ich leider nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Das sind so halt schöne Frauen, die es gut mit einem meinen. Keine Ahnung, ich weiß es ja. Mit dir ja, mit Ausländern nicht. Ja, also ich habe mich sehr wohl gefühlt in Chemnitz und in Dresden. Du, ich mich auch immer. Deswegen, ich fühle mich da richtig wohl. Aber das ist die alte Ost-Connection bei euch. Ja, die kommt bei mir eh. Kaum in Dresden habe ich wieder gesagt, ganz hart Dialekt. Was ich in Hamburg immer mochte, war die offene Kultur, was so Reden angeht. Also wenn du auf der Schanze unterwegs bist am Wochenende, kannst du einfach in der Bar anfangen, mit Menschen zu reden. Mhm. Also das echt, das hätte ich nicht gedacht, dass du das magst, ehrlich gesagt. Dass du wenn ich in dem Modus bin ich in dem Modus. Ich will nur nicht auf der Straße meine Ruhe haben wollen und dann kommen Leute und labern mich zu. Ja. Das heißt, die sind so ein bisschen offener, wenn man in der Bar ist und man einfach labern will. Und wenn du dann einfach dann jemanden siehst, den du attraktiv findest, kannst du auch mal mit der Person reden. Du darfst halt kein Arschloch sein, oder? Ich fand in Hamburg auch wahnsinnig viele schöne Frauen. Ja. Also die Dichte an schönen Frauen war wirklich so wie. Das ist der skandinavische Einfluss, würde ich sagen. Ja, also da war ich ein bisschen spazieren und wär fast der ein oder andere Heiratsantrag mir aus dem Mund gepurzelt. Aber da musst du auch ein bisschen Penchant für große Blondinen haben. Sonst bist du in Hamburg, nicht glücklich. Falk Pötschek und die großen Frauen. Das ist ja wirklich. Stimmt, Veronika Feldbusch. Ferris. Ja. Veronika Feldbusch. Das war ein Amalgam. Die heißt ja auch seit 20 Jahren Boot oder ja, so. Ja. Oh Mann, das wäre so schön, wenn du wirklich so eine 2-Meter-Frau irgendwann heiraten würdest. Das wäre so ein gutes Bild. Ja. Ich glaube, sie dich so die Treppen bei der Hochzeit runterträgt. Also, oh Gott. Ich kaufe dir auf jeden Fall einen Wikingerhelm dann. Ja. Und dann tanzt ihr so und du umarmst so am Bauch. Ja, ohne Witz, ist wirklich mein voller Ernst. Ich glaube, ich könnte besser damit umgehen, wenn eine Frau, ich bin 1,66, lass sagen, die Frau ist 1,80, würde ich besser damit umgehen können, als wenn eine Frau 1,50 wäre. Weil ich das nicht gewohnt bin. Ah. Alle Partner, die ich jemals hatte oder habe, sind größer als ich. Ja. Das heißt, ich glaube, kein Scheiß, wenn ich jetzt, das würde nicht gehen. So würde ich nach unten gucken und wäre so. So eine kleine Peruanerin, die so. Da wäre ich so, nee, ich will doch, weiß nicht, was es ist. Ich glaube, Peruaner sind klein. Ja, aber ich meine, ihr. Ja. Was machst du denn, wenn ihr dann endlich zusammenziehen wollt in euer Erdloch im Shire? Und sie passt da ja gar nicht rein. Dann wird gebuddelt. Und die Schaufel wieder raus. Dann läuft sie doch die ganze Zeit so wie Gandalf. Ja, stimmt. Das ist nicht in Ordnung. Nee, stimmt. Wir müssen übrigens langsam zum Ende kommen. Okay, gut. Ey, es war eine wunderschöne Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dass ihr zugehört habt, bitte abonniert uns auf YouTube, denn am 21. März haben wir unser VMD-Shuffle-Start. Und zwar Shuffle 3 beginnt da in dem großartigen Studio. Neukölln, genau. Wir haben sehr viel Bock drauf. Holt die ganzen anderen Folgen nach. Es lohnt sich sehr. Bitte teilt die Folge auch auf Spotify. Das wäre super lieb. Bitte. Und abonniert uns auf Instagram. Überhaupt teilen. Das haben wir einfach teilen. Wir haben letztens viel zu wenig darüber geredet. Einfach teilen. Teilt doch mal mit anderen teilt Leuten. Teilt alles. Ja. Wenn das euch Spaß gemacht hat, dann teilt das doch mal mit anderen Menschen, damit die auch mal einen Spaß haben. Ja. Das ist mein Lieblingsgag oder der einzig wirklich gute Gag meiner Ansicht nach aus, wie hieß dieser Indianerfilm, der Schuh des Manitou? Der Schuh des Manitou, ja. Da gab es am Anfang einen wirklich guten Gag, den ich mir bis heute gemerkt habe, wo er meinte, dass er alles geteilt hat. Das hat er von seinem Großvater gelernt, dass er alles immer teilen soll. 17 durch 4, 13 durch 9, 18 durch 3. Ich weiß, das ist so ein guter Gag. Ist so dumm, aber der hat sich mir so in mein Hirn gebrannt. Ja. Also teilt alles. Und sprecht uns auf dem AB. Guckt in die Link in der Beschreibung, da ist die Nummer drin. Ja. 2 Toots abwarten und dann losballern. Nice. Gutes. Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank. Komm gut nach Hause. Gott schütze das Internet. Müssen wir alle so eine Geste machen? Möchtest du eine machen? Und nehmt immer die volle Kaution. Sehr schön. Wakanda Forever. Oh, das war ein schöner Kuss. Ja. Das war eine richtig gute Folge.